Ja. Fährst du zum Glück. Strom? Ja. Ja. Und da hast du mich. Da, warte mal, vielleicht ist hier ausgezogen. Hier steckt drin. Aber da wir schon 5 nach haben und wir heute ein straffes Programm haben, würde ich auch beginnen und darum bitten, alle Nebengespräche auf elektronische, lautlose Kommunikationsmittel umzustellen. Okay. Wie geht? Nee, geht nicht. Wir haben da unten Strom. Herr Herberg, Sie, ich bin noch da. dürfen wir anfangen? So. Dann würde ich beginnen, und zwar mit der Tagesordnung. Die ist dieses Mal ein wenig anders. Als erstes immer wie immer die Eröffnung mit dem Vorschlag, dass ich die Sitzung leite, mit dem Beschluss der Tagesordnung und des letzten Protokolls. Dann als drittens also zweitens die Beschluss des letzten Protokolls und des vorletzten Protokolls. Dann als drittens die Anträge an die Versammlung. Viertens Vorbereitung Plenum. Da haben wir dann noch 4a, Vorstellung neuer Polizeipräsident Herr Klaus Kant und kommissarischer Leiter Abteilung 2 Verfassungsschutz Herr Bernd Palender. Dort gibt es dann noch die Gäste Herrn Senator Henkel, Herr Kant und Herrn Palender um 16.20 Uhr. Da müssten wir mal gucken, wo wir die dann hinsetzen. Würde ich vielleicht Daniela bitten, dass sie das nochmal irgendwie. Dahin schießt, dann haben wir eine. Ja, dass wir das irgendwie so sortieren können, dass die vielleicht beisammensitzen oder was weiß ich. Ich weiß nicht, wie viel haben wir denn dann? Kant, Warten wir einfach, bis wir. Palender, Machen wir dann. Henkel, also 3 Gäste haben wir dann, ne? Da holen wir noch einen Stuhl da Okay, hinten. gut. Dann als fünftens die Termine, 26. siebtens Berichte, achtens nicht öffentlicher Teil, wie so oft aufgrund Personalangelegenheiten. Und den planen wir um 16.45 Uhr, weil wir dann ja um 17.30 Uhr auch hier nochmal eine weitere Veranstaltung haben in der Fraktion. Dann ist irgendwas? Ist da ne? Jetzt. Gut. Könnte jemand mit einem Mac-Netzteil aushelfen? Ja, der Pavel bittet um ein Mac-Netzteil. Dann würde ich davon ausgehen, wenn es da keine weiteren Vorschläge gibt, dass wir mit der Tagesordnung so verfahren und wir damit vor dem Beschluss des letzten Protokolls noch an die Stimmdelegationen kommen. Susanne Graf überträgt an Magalski und Martin Dedus überträgt an Simon Weiß. Die haben also jeweils doppeltes Stimmrecht. Dann kommen wir zum Beschluss des letzten Protokolls bzw. der beiden letzten Protokolle vom 13.11. und vom 6.11. Gibt es dazu noch Anmerkungen? Ansonsten frage ich, wer dafür ist, das so zu beschließen. Zwei Protokolle, weil wir letztens mal einen IT-Ausfall hatten und die nicht einsehbar waren und das deswegen auf dieses Mal vertagt haben. Das können wir so, glaube ich, mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist zu wenig. Also dann ist das nicht beschlossen. Wieso? Ja, gut. Also jedenfalls hat der Fabio dafür gestimmt. Wollen wir das getrennt abstimmen? Können wir auch machen, wenn es den Wunsch gibt. Ich dachte jetzt, wir machen das zusammen. Gibt es den Wunsch? Nein. Gut, dann machen wir es zusammen. Und dann hat Fabio dafür gestimmt, der Simon Weiß mit 2 Stimmen, der Christopher und der Heiko und der Andreas. Und der Gerwald. Gerwald auch, danke. Dürfte ich erfahren, warum es da so wenig Zustimmung gibt von den anderen? Ich habe es Oder gar nicht Anmerkung? gelesen. Gut, dann würde ich darum bitten, das in Zukunft zu lesen, damit auch klar ist, dass wir das so verwenden und archivieren können. Dann kommen wir zu Top 3 Anträge an die Fraktionsversammlung.
das ist als erstes Überprüfung der möglichen Kompetenzen von ehrenamtlichen ernannten Gremien durch den WPD. Da haben wir ein Ticket mit der Nummer 4576 und das kommt von Fabio. 4576. Ja, bitte. Ja, so wie Martin beim letzten Mal auch einen Antrag an den WPD vorgestellt hat, habe ich jetzt auch einen. Und zwar ist es eine Frage, die mich und auch einige andere Piraten schon ein bisschen länger umtreibt. Was sind eigentlich konkret die Möglichkeiten, die man einem Gremium zugestehen kann, an Gestaltungsspielraum, was in der Regel ehrenamtlich arbeitet und was nicht direkt vom Volk gewählt wurde oder irgendwie vom Volksvertreter ernannt wurde oder so. Also das sind zum Beispiel Gremien wie der Integrationsbeirat, aber solche Beiräte gibt es ja auch in anderen politischen Bereichen. Und da geht es eben ganz konkret um die Frage, was können die, was sollen die, was dürfen die? Und meiner Ansicht nach wäre es eben cool, wenn wir solchen Gremien, die zum Teil eben auch sehr tief in den Themen drin sind, ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum geben könnten. Die Frage ist natürlich, ist das möglich oder eben nicht? Und ich hatte das jetzt auch ins Ticket geschrieben, für den Fall, dass wir da jetzt eine Antwort bekommen, die da lautet, dass diese Gremien halt nur ganz wenig Kompetenzen haben dürfen aufgrund ihrer mangelnden demokratischen Legitimiertheit, wäre das ja nicht besonders schlimm, weil zum einen haben die momentan fast gar keine echten Kompetenzen, also eher so beratende Kompetenzen, und zum zweiten kann man ja dann auch das als Grundlage nehmen, um dann zum Beispiel zu sagen, wir brauchen andere Wahlverfahren, aber wir müssen die anders zusammenstellen, sodass wir denen dann eben auch diese Kompetenzen geben können. Das ist erstmal der Ansatz. Bin für Diskussionen offen, wenn ihr jetzt irgendwie gute Gründe nennt, warum wir das zurückstellen sollten oder warum man das jetzt eben nicht fordern sollte, wäre auch überhaupt nicht schlimm. Also das ist, bin da erstmal, stelle es erstmal frei zur Diskussion, eilt jetzt auch nicht und freue mich über jeden Kommentar. Der Heiko hat eine Anlage, oder? Ja, Fabio hat es ja schon angeboten. Ich finde es unterstützenswürdig. Ich finde auch die Fragestellung völlig in Ordnung. Ich würde bloß darum bitten, dass wir die quasi, also im Prinzip ist es ja eigentlich nicht mehr als Meinungsbild gerade, also dass du den Antrag quasi zurückziehst, dass das WPD-Gutachten, also das, was wir fordern wollen, ordentlich ausformuliert ist, also quasi mit einem richtigen PDF etc. Und wir das dann abstimmen, wenn quasi die komplette Vorlage fertig ist, was wir haben wollen, und wir dir einfach jetzt das Meinungsbild mitgeben, dass wir das unterstützen, was da gemacht werden soll, aber dass es dann erst dann abgestimmt wird, wenn quasi die richtige Aufforderung fertig ist in dem Sinne. Ja, Simon? So, also man kann es so einen Auftrag geben, was mir jetzt allerdings, ich komme gerade leider nicht ins Internet, aber als ich vorhin reingeschaut habe, so wie das da formuliert ist, wirkt es auf mich ja, sagen wir mal, sehr allgemein. Und ich würde bei der allgemeinen Fragestellung damit rechnen, dass die Antwort dann halt auch wiederum, also ja, gut, was soll man darauf antworten? Es gilt halt das Demokratieprinzip. Also ich weiß nicht, ich habe ein bisschen den Eindruck, als ob da irgendwie ganz konkrete Vorstellungen irgendwie im Hintergrund stehen. Und deshalb wollte ich einfach fragen, ob es nicht irgendwie die Fragestellung noch ein bisschen konkreter auszudifferenzieren geht, weil also du scheinst ja schon irgendwas im Hinterkopf zu haben, zu sagen, von wenn das geht, dann könnte man ja in die Richtung was beantragen oder so. Also was, ob man nur als Anregung das möglicherweise nochmal genauer zu konkretisieren, um was für Kompetenzen es da potenziell geht. Du meinst die konkrete Fragestellung? Ja. Okay. Fabio, am besten mit Mikrofon, dann könnte ich alle hören. Genau, also ich hatte jetzt nochmal drunter geschrieben, dass es einfach die ganz genaue Fragestellung würde dann sozusagen nachgereicht werden. Also das wäre dann das wäre jetzt nicht exakt so, wie es jetzt formuliert ist. Da steht noch in der Begründung dann auch mit dabei. Okay, vielen Dank. Dann würde ich nochmal Fabio fragen, ob er mit dem Vorschlag von Heiko, den ich auch gut finde, einverstanden ist, dass wir ein Meinungsbild darüber einholen, du den Antrag zurückziehst und wir dann nochmal aufgrund der
ganz konkreten Formulierungen dann den, die Vorlage beschließen können. Ja, gerne. Gut, dann ist der Antrag zurückgezogen und ich frage, wer unterstützt grundsätzlich das Anliegen, diese Fragestellung zu, in Erfahrung zu bringen. Ich stelle fest, das Meinungsbild ist überwiegend positiv, ausgezählt werden Meinungsbilder ja nicht. Vielen Dank. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Tagesordnungspunkt und zwar Top 4, Vorbereitung Plenum. Nee, da ist noch ein gemeinsames EPD-Gutachten mit den anderen Oppositionsfraktionen. Ah, das habe ich übersehen, ja. Danke. Gemeinsames EPD-Gutachten der Oppositionsfraktionen. Heiko, bitte. Das ist ein EPD-Gutachten von den Linken, den Grünen und von uns, was wir gerne einbringen wollen. Und zwar geht es darum, dass wir im Prinzip mal ein Gutachten darüber haben wollen, ob der Senat jährlich Investitionen, also Finanz- und Investitionsplanungen vorlegen muss. Und dann halt noch mit Nebensätzen gleich hinterhergeschoben, ob sich das nicht sowieso schon aus dem Grundgesetz, den Haushaltsgesetzen, den Stabilitätsgesetzen der Verfassung von Berlin, also ob das nicht sowieso schon hätte sein müssen, weil wir ja schon mal ein Urteil dazu auch hatten, und ob wir möglicherweise auch die Möglichkeit haben, das, also den Senat an der Stelle auch zu verpflichten, und die ganzen Fragen würden wir halt gerne vom BPD mal beantwortet haben, weil dann können wir im Hauptausschuss auch ein bisschen anders argumentieren, weil die Koalition da auch immer sehr so dieses, also das Vorausplanen ist dann immer so, wird immer auf die lange Bank geschoben. Ja, gibt es dazu Fragen? Ansonsten würde ich da zur Abstimmung kommen. Und dann frage ich, wer ist dafür, den wissenschaftlichen Dienst mit diesem Gutachten so zu beauftragen? Das sind alle Anwesenden mit allen Stimmen. Sind dafür. Und auch mit allen delegierten Stimmen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Top 4 und der Vorbereitung des Plenums. Und an der Stelle würde ich an Heiko übergeben. Bitte. Vielen Dank. So, vorneweg, Senator Henkel und der regierende Bürgermeister Wobereit werden beide gegen 19 Uhr das Plenum verlassen. Senator Henkel mit einer etwas lahmeren Begründung. Er geht mit Frau Merkel Armbrot essen. Wobereit bereitet die gemeinsame Länderkonferenz. Es geht gemeinsame Länderkonferz. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich habe es irgendwo in den E-Mails drin vor, und das ist eine etwas bessere Entschuldigung. So, die Begründung der Aktuellen Stunde haben wir ausfallen lassen, da wir alle das gleiche Thema eingereicht haben, Aktenschredderei bei Senator Henkel. Wir haben uns gemeinsam auf die Aktuelle Stunde der Grünen geeinigt. Das ist, haben wir es, zack, link im neuen Fenster öffnen. Mist, so habe ich jetzt den Titel jetzt gerade. 10 Sekunden. Punk, da haben wir's. Gesundheit, das ist NSU-Skandal, Personalnot, undichte Stellen, hat Innensenator Henkel die Lage im Griff? Fragezeichen. Genau, also die SPD-CDU hat sofort mit Ja geantwortet im Ältestenrat, und wir haben natürlich sofort mit Nein geantwortet. Genau, das wird die Aktuelle Stunde. So, Punk. Dann machen wir erstmal die mündlichen Anfragen, damit ich sie auch verschicken kann. Wir haben zurzeit zwei mündliche Anfragen eingereicht. Das ist einmal die mündliche Anfrage von Martin Delius, Sicherheit und Datenschutz beim elektronischen Klassenbuch vergessen. Und einmal von Philipp Magalski, Berliner Stadtbären, verdienter Ruhestand im Bärenpark oder weiterhin teure, nicht artgerechte Tierhaltung. Frage erstmal in die Runde, hat sonst noch jemand eine mündliche Anfrage, die eingereicht hat? Ich sehe das nicht so. Dann würde ich vorschlagen, dass, ich glaube, Simon Weiß stellt die Anfrage von Martin erstmal vor.
Genau, es geht da um das Thema elektronisches Klassenbuch. Da hatte Martin ja auch schon eine Reihe von Anfragen und so weiter gestellt. Das ist ja so ein neues, schönes, großes IT-Projekt, in dem persönliche Daten von Schülern gespeichert werden. Es geht bei der mündlichen Anfrage, die Martin stellen will, um die also datenschutztechnischen und sicherheitstechnischen Maßnahmen, die da getroffen werden, insbesondere um den Vergleich zur Schülerdatei, was ja ein vergleichbares Projekt war, wo eben auch nach viel Bemühen irgendwann bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel, dass man nur aus dem Intranet darauf zugreifen kann und so weiter, umgesetzt wurden. Die Frage geht halt einfach in die Richtung, wird das denn da auch gemacht oder wird da wieder nicht aus Fehlern gelernt? Gut, Dankeschön. Dann Philipp. Philipp? Mikrofon. Ja, es gibt eine neue Zahl, was der Bernzwinger kostet. Und zwar haben sich die Kosten um über 50% gesteigert. Und jetzt frage ich den Senat, wie bewertet der Senat die kürzlich durch die Presse veröffentlichte Zahl von 91.463 Euro Jahreskosten für den Bärenzwinger am Kölnischen Park und wie lässt sich die Kostensteigerung in Höhe von etwa 50% im Vergleich zum Jahre 2008 erklären? Zweitens, wie bewertet der Senat die Aussage von Bezirksbürgermeister Hanke, besonders vor dem Hintergrund der bevorstehenden Überarbeitung des Säugetiergutachtens durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, die Tiere nun doch in einen Bärenpark zu verbringen? Und wie hoch wären die daraus resultierenden Ersparnisse für den Bezirk Mitte und das Land Berlin? Gut, Dankeschön. Dann machen wir einfach Approval Voting für beide mündlichen Anfragen, um eine Reihenfolge festzulegen. Wer für den Antrag von Martin ist, der hebe jetzt ein Bommelchen. Das sind alle bis auf eine Bommelchen, okay, gut, das kann ich mir merken. Dann wäre es für Filz Antrag Berliner Stadtbären. Das sind ein paar weniger Bommelchen. Also haben wir eine Reihenfolge. Wir fragen erst nach dem elektronischen Klassenbuch und dann nach den Stadtbären. Gut, vielen Dank an der Stelle. So, dann machen wir weiter. Und zwar kommen wir zur spontanen Fragestunde. Hat sich schon jemand mal was überlegt, was er fragen könnte? Ich sehe zwei Wortmeldungen bei Phil und bei Olli. Ihr klärt das einfach untereinander am besten ab und gebt mir dann Bescheid, wer von euch die spontane Frage stellen will. Gut, bis Donnerstag früh brauche ich das allerspätestens, damit auf die Tagesordnung draufgeschrieben werden kann. Gut, Dankeschön. So, dann kommen wir zur Aktuellen Stunde. Da ist Schredder Henkel. Wer möchte von uns an der Stelle die Aktuelle Stunde sprechen? 10 Minuten. Ich sehe eine Wortmeldung von Christopher. Und Christopher möchte es auch begründen. Nee, ich habe jetzt eine Frage zum Verfahren. Also ich zum Beispiel habe das jetzt irgendwie so gemacht, dass ich dir vorher ja zugemailt habe, zu welchen Punkten ich irgendwie sprechen will. Mhm. Machen wir das jetzt vom Verfahren her so, dass du jetzt doch nochmal alle hier so fragst? Oder? Ich mache das heute nochmal einmal mit dem alten Dingens. Bei der Zukunft wird so laufen, dass es im Vorhinein, da ist jetzt ein bisschen was schiefgelaufen und sowas, deswegen ich an einigen, also mit dem, ich muss sowieso an der Stelle jetzt nochmal nachfragen, aber in Zukunft wird es so laufen, dass ich das im Vorhinein dann schon abkläre, damit wir halt an der Stelle ein bisschen Zeit sparen, damit wir in Zukunft dahin gehen können, dass wir neue Gesetze bzw. neue Anträge hier besprechen können, um dann den Abgeordneten mehr in die Ausschüsse mitzugeben, damit sie wissen, wie sie sich da verhalten können etc. Das kriegen wir heute aus Zeitgründen einfach nicht hin. Wenn wir heute auch nur 3 Minuten zu jedem Antrag, der neu oder zu jedem Gesetz ist, was neu drin ist, sprechen, kriegen wir die ganzen Folgetermine heute einfach nicht hin. Das ist einfach auch vom Ablauf noch nicht so eingeplant. Versuchen wir beim nächsten Mal dann ordentlich, dann wissen wir, können wir uns darauf einstellen. Deswegen lassen wir das heute noch bleiben. In der Referentenrunde habe ich das schon mal gemacht. Und da ging es eigentlich auch relativ fix. Also heute kriegen wir es auf keinen Fall runter. Deswegen machen wir heute einmal noch den Rutsch so wie immer. Und dann gucken wir uns mal an, wie wir das an der Stelle in Zukunft dann ein bisschen optimieren können. Gut, aber Christo, das war jetzt, Pavel wollte bei der aktuellen Stunde, glaube ich, reden. Oder wie war das jetzt so? Ja. Nee. Okay, ich dann sag doch einfach nur, wer reden will. Ist doch ganz schnell einer sagt. Genau, nein. Ja,
wollte nur sagen, es ursprünglich, also je nachdem, was gewesen wäre, wäre das auch mit bei mir reingefallen. Ich habe aber, es sind aber noch ziemlich viele Dinge auch auf der Tagesordnung, wo ich potenziell werde reden müssen. Deswegen bin ich froh, dass Christopher das. Gut, dann ist Christopher der Redner für diesen Punkt. Sehr schön. So, kommen wir zu den Prioritäten. Die Grünen haben als ihre Priorität den Tagesordnungspunkt 5, mehr Transparenz, Parlament 1, 21. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Rechtsverhältnis der Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin, Landesabgeordnetengesetz. Da geht es um die Nebeneinkünfte. Da hat sich Simon gemeldet, an der Stelle reden zu wollen. Kannst du auch gerne noch was dazu sagen? Genau, es geht um den Antrag, den die Grünen vor einer ganzen, ich glaube relativ am Anfang der Legislaturperiode gestellt haben zur Veröffentlichung von Nebeneinkünften. Die stellen sich das so vor, dass wir quasi die Regelung aus dem Bundestag übernehmen. Wir hatten jetzt inzwischen noch einen Änderungsantrag gestellt, dass wir die Veröffentlichung auf den Euro genau haben wollen. Das alles ist allerdings jetzt auch eher wieder von untergeordneter Bedeutung, weil die Koalition das alles überhaupt nicht möchte. Ja, und darum wird es dann auch bei der zweiten Lesung in den Redebeiträgen gehen. Sehr schön. So, damit ist Simon Weiß Redner. Kein anderer hat sich gemeldet. Wir haben dann die Priorität der Linken. Ja, Fabio? Nur kurz zum Abklären, hätten wir vielleicht vorher machen können. Aber wir haben ja noch einen Änderungsantrag eingebracht im Ausschuss. Den würde ich jetzt ins Plenum eigentlich auch nochmal einbringen, weil ich glaube, der war halt viel Arbeit, ist gut. Und nur weil er im Ausschuss abgelehnt wurde, heißt es ja nicht, dass die nicht das Recht haben sollen, den im Plenum doch nochmal anzunehmen. Genau. Also es wird, genau, also das ist sowieso der Fall. Also das ist eine Beschlussempfehlung des Ausschusses, die jetzt kommt, aber der Antrag wird dann nochmal mit aufgerufen. Also ein Antrag, der in der Ausschusssitzung als Änderungsantrag vorgebracht wird, wird natürlich auch in der zweiten Lesung dann aufgerufen. Der ist da doch jetzt auch in der Tagesordnung drin, oder? Und wenn die Grünen ihren Antrag zur Priorität machen, muss natürlich auch dann unser Änderungsantrag dort mitbehandelt werden. So, dann heißt das, dann rufen die den auf, dann wird es erst den Änderungsantrag von uns geben, der wird abgelehnt werden, dann wird es den Antrag der Grünen geben, der wird auch abgelehnt werden. So. Oder ist unser Änderungsantrag dort nicht mit in der Tagesordnung? Nö. Ja, dann nochmal irgendwie. Aber warte mal, das ist doch tatsächlich ein Unterschied, ob man einen Antrag im Plenum als Änderungsantrag einbringt oder ob man ihn im Ausschuss einbringt. Wenn du ihn nur im Ausschuss einbringst, dann geht er nicht automatisch in die zweite Lesung. Das ist kein Antrag, der ins Plenum eingebracht wird. Der geht auch nicht in den anderen Ausschuss. Nee. Wenn ein Antrag in drei Ausschüssen ist und du bringst in einem Ausschuss einen Änderungsantrag ein, dann hast du in den anderen beiden Ausschüssen wieder keinen Änderungsantrag. Also da dir das so wichtig ist, gehe ich dann davon aus, dass wir jetzt einen entsprechenden Antrag mit Dringlichkeit oder wie muss man das jetzt irgendwie regeln, hast du wahrscheinlich schon vorbereitet. Antrag. Also ein Antrag mit Dringlichkeit. Ja, Änderungsanträge haben ja. Okay, die müssen keine Dringlichkeit haben, weil es auf der Tagesordnung schon drauf ist. Gut, aber es ist nichts vorbereitet. Okay, der Antrag ist ja da, wir haben den ja schon im Rechtsausschuss gestellt. Ja. Und der ist auch schon positiv abgestimmt, also ist kein Problem. Ich muss nur jetzt noch genannt haben. Ach so, einfach sowas nochmal sagen. Nee, dann habe ich das jetzt verstanden. Gut. Gut, dann Christopher, ganz ruhig, wir machen es ganz einfach. So, wir heben jetzt unser Bommelchen für die, die dafür sind, dass wir im Plenum nochmal den Änderungsantrag einreichen, und zwar, dass wir es auf den Cent genau machen wollen an der Stelle. Den nehmen wir auch schon mal im Rechtsausschuss, Euro genau. Das war das, was wir auch schon mal mit dem Ausschuss hatten, wo im Ausschuss abgelehnt wurde, und wir wollen es jetzt im Plenum nochmal. Die Bällchen dafür hoch, für die, die es haben wollen, oder die, die dagegen sind. Okay, das heißt, Fabio möchte das, Wolfram möchte das, Alexander Spieß möchte das, Heiko Herbeck möchte das, Alexander Morlang möchte das, Oliver Höfinghoff möchte das, Philipp Magalski möchte das, Simon Susanne Graf möchte das, Simon Kowalewski möchte das. Die anderen Abgeordneten enthalten sich alle. Gut, Dankeschön. Damit
Aber Simon Weiß bleibt an der Stelle als Redner. Gut, dann kommen wir zur Priorität der Linken. Das wird der Tagesordnungspunkt 26 werden. Das ist Kita, oder? Nee, das ist Energiewende, sozial gestalten, 1, 2 und 3. Einmal ungerechtfertigte Industrieprivilegien abschaffen, Stromaufsicht einführen und Stromsperren verbieten. Da hatte sich Pavel als Redner angeboten. Du bleibst auch dabei. Gut, dann wird Pavel zu diesem Tagesordnungspunkt reden. Tagesordnungspunkt 26. So, dann haben wir Priorität SPD und CDU, die haben keine. Also möglicherweise irgendeine Beschlussempfehlung, die jetzt noch kommen könnte, ziehen sie dann vielleicht vor. Aber ja, sie haben keine eigenen Anträge drin, deswegen. Wir haben ihnen vorgeschlagen, dass sie den Antrag, der als letzter Tagesordnungspunkt drauf ist, gegen Gewalt an Frauen, Bleiberecht für Opfer von Menschenhandeln, den sie auch noch hätten beitreten können, wo wir es angeboten haben, zu ihrer Priorität machen, aber das wollten sie dann bis jetzt noch nicht. Vielleicht kriegen wir das ja morgen früh noch hin. Dann kommen wir zu unserer Priorität. Da haben wir jetzt eine ganze Menge Auswahl. Möchte jemand einen Antrag für unsere Priorität vorschlagen? Fabio einmal und danach Simon Kowalewski. Ich würde vorschlagen, dass wir die beiden Anträge zu den Flüchtlingsunterkünften, also Wohnungen für Flüchtlinge, eben zur Priorität machen. Das Thema ist immer noch medial auch sehr präsent. Ich finde es halt sehr wichtig und würde da auch gerne vor 10 Uhr abends drüber diskutieren. Gut, dann Simon Kowalewski. Ich würde tatsächlich sonst vorschlagen, wenn die Koalition das wieder erwarten nicht wollen würde, dass wir den Top 34 Menschenhandel zu unserer Priorität machen, weil ich das Thema sehr wichtig finde und nicht glaube, dass der als Tagesordnungspunkt 34 irgendwie hinreichend berücksichtigt würde. Irgendwie ist es zu weit hinten. Okay. Gibt es sonst noch Vorschläge, Christopher? Ja, dann hätte ich noch den Antrag für die Telekommunikationsüberwachung, den wir ja nicht nur alleine einbringen, sondern eben auch mit allen Piratenfraktionen. Und es ist halt auch ein aktuelles Thema. So, dann machen wir an der Stelle Approval Voting. Wer dafür ist, dass wir die Unterbringung der Flüchtlinge, die beiden Anträge zu unserer Priorität machen, der hebe jetzt sein Bömmelchen. Die Unterbringung der Flüchtlinge. Flüchtlinge, nicht Lingen. Das sind Wolfram, ist das eine Meldung oder? Okay, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 9 für die Unterbringung von Flüchtlingen. Wer Gewalt an Frauen, Menschenhandel stoppen, war das, glaube ich, zu seinem, ich lese es mal richtig vor, gegen Gewalt an Frauen, Bleiberecht für Opfer von Menschenhandel zum aktuellen zu unserer Priorität machen möchte, der hebe jetzt sein Bömmelchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Bömmelchen. Wer den gemeinsamen Antrag aller Piratenfraktionen zur Telekommunikationsüberwachung zu unserer Priorität machen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Bümmelchen. Damit haben wir einen Gewinner und zwar die Überwachung der Telekommunikation wird zu unserer Priorität. Das ist der Tagesordnungspunkt 30. Wird an den ITDAT überwiesen. Möchte da der Christopher reden oder wird einer aus dem ITDAT dazu reden? Christopher den eingebracht, ne? Ja. Ja, also ich würde dazu auch reden. Gut, dann redet Christopher dazu. So, damit haben wir die Prioritäten auch fertig. Und wir kommen zu den zweiten Lesungen. Tagesordnungspunkt 5 ist die Priorität der Grünen, die haben wir schon fertig. Kommen wir zur
Tagesordnungspunkt 5a. Das ist noch neu, der ist zurzeit ganz unten im Pad und das ist eine dringliche Beschlussempfehlung aus dem Rechtsausschuss. Also es war bisher keine dringliche Beschlussempfehlung, aber der Senat bittet darum, die dringlich zu behandeln. Dann geht es darum, dass wir den gemeinsamen, also das Gesetz zum Beitritt des Landes Berlin zum Staatsvertrag der Länder, die an der Fußfessel teilnehmen, und zwar mit der Begründung, dass ein Richter theoretisch jetzt schon die Möglichkeit hat, diese Fußfessel zu verordnen, wir aber immer noch nicht das Gesetz dazu beschlossen haben und wir dann in einem Graubereich sind. Eigentlich sollte die Beschlussempfehlung aus dem Rechtsausschuss dringlich kommen. Man hat aber anscheinend dadurch, dass das Gesetz einstimmig, also mit Koalitionsstimmen und Enthaltung der Oppositionsfraktionen, einfach vergessen, dringlich zu machen. Ja, ich auch nicht genannt, aber also ich sehe es halt ein, dass es jetzt quasi dann dringlich auf die Tagesordnung kommen kann. Es gab innerhalb des Ältestenrats von keiner Fraktion Widerspruch an der Stelle. Deswegen haben wir den Tagesordnungspunkt 5a, die Fußfessel. Die Grünen haben bisher eine Beratung an der Stelle angemeldet. Und Simon, du würdest dann auch dazu sprechen? Okay. Dann Tagesordnungspunkt 5a zur Fußfessel redet Simon Weiß. Und dann haben wir Tagesordnungspunkt 6, fünftes Gesetz zur Änderung des Justizverwaltungskostengesetzes. Da hat es keine Beratung angemeldet. Wir haben das Gesetz über Übersichtsaufnahmen zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes bei Versammlungen unter freiem Himmel. Wird an Innensicherheit, Ordnung federführend überwiesen und an den Rechtsausschuss mit Beratung, und Christopher wird dazu sprechen. Oder, Olli hat angemeldet, genau, Olli. Tut mir leid, genau, Oliver möchte dazu reden. Würde sonst noch jemand? Ich sehe es nicht. Dann redet Oliver an der Stelle. Große Anfrage der SPD. Ja, Fabio? Also ich glaube, bei den Sachen, die jetzt doch beraten werden, würde ich mir doch eine Minute nehmen, um einfach mal kurz zu hören, wie wir dazu stehen oder was da die Position ist. Also ich meine, sonst sind wir in 10 Minuten durch, dann können wir uns auch noch die Zeit nehmen, um da ein bisschen innerlich drüber zu reden. Erst war eine Wortmeldung von Christopher und dann würde ich noch was sagen. Ja, also es geht um die Demonstration und da würde die Berliner Polizei, beziehungsweise Frank Henkel findet das eine gute Idee, wenn man der Berliner Polizei ermöglicht, von der ersten Minute an zu filmen und sogenannte Übersichtsaufnahmen zu machen. Ja, da sind wir, glaube ich, dagegen, wenn ich mich so an unser Landtagsprogramm erinnere. Wir können hier aber gerne nochmal ein Meinungsbild machen, falls das gewünscht ist. So, dann habe ich eine Wortmeldung von Alexander Mollang. Also ich könnte darüber nachdenken, dem zuzustimmen, wenn wir gleichzeitig das Vermummungsverbot aufheben. Christopher wieder? Das ist ein sehr guter Vorschlag, Herr Mollang. Das Problem am Vermummungsverbot ist, es ist im Bundesversammlungsgesetz geregelt. Die Länder haben seit 2006 die Möglichkeit, eigene Versammlungsgesetze zu machen. Das Problem ist, und Versammlungsgesetz ist eine Sache, da traut sich niemand so richtig ran. Die anderen Länder, die das bereits gemacht haben, ist halt ein bisschen unbefriedigend. Berlin in seinem Overachieving-Dings. Wir haben uns da noch nicht so richtig drum gekümmert. Wir haben ja auch zum Beispiel noch einen Flughafen und eine Staatsoper fertig zu bauen, bevor wir uns ums Versammlungsgesetz kümmern. Das heißt, wenn wir das Vermummungsverbot abschaffen wollten, müssten wir entweder ein eigenes Versammlungsgesetz einbringen. Da ist aber das Feedback der Referenten, die sich damit beschäftigen, die Arbeitskapazitäten sind im Moment nicht da, also bei uns jetzt in der Fraktion. Oder wir starten eine Bundesratsinitiative, die da den entsprechenden Paragraphen im Bundesversammlungsgesetz ändert. Ich habe meine Zweifel, dass das passieren wird. Aber trotzdem, das war ein sehr guter Punkt. Oliver Höfinghoff. Ich möchte das an der Stelle auch noch gerne ergänzen. Nach mehrfacher Rücksprache mit der Abgeordnetenhausfraktion von den Grünen sind die auch schon länger dran, ein entsprechendes Versammlungsgesetz für Berlin irgendwie zu entwerfen. Ich glaube jetzt seit mindestens 3 Jahren und kriegen es nicht gebacken. Also nur mal so kurz zur Wahrscheinlichkeit, dass wir das in absehbarer Zeit hinkriegen. Erst Herr Mollang, dann Herr Lauer. Er hat sich zuerst gemeldet.
Ich habe den jetzt zuerst gesehen. Tut mir leid. Geht auch schnell. Dann wollten wir den Grünen vielleicht mal vorschlagen, ihren Entwurf auf GitHub hochzuladen. Dann können wir das ja gemeinsam machen. So, Herr Lauer, und danach würde ich das auch beenden wollen. Ja, lieber Heiko, ich finde schon, dass wir uns hier in der Fraktion die Zeit nehmen sollten, um über Themen zu diskutieren. Dafür wurden wir auch in dieses Parlament gewählt. Wenn ich natürlich dich als parlamentarischen Geschäftsführer dieser Fraktion, der du ja jetzt seit Mitte des Jahres bist, verstehen kann, dass du einen stringenten und zielführenden Ablauf dieser Fraktionssitzung möchtest, denn wir haben ja heute noch einiges auf der Tagesordnung. Allerdings wollte ich diesen Wortbeitrag nochmal dazu benutzen, um mich ganz herzlich bei sowohl Oliver als auch Alexander für diese erfreulichen Ergänzungen bedanken und natürlich auch bei dir, lieber Fabio, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, hier in dieser Ausführlichkeit nochmal über das Thema zu diskutieren. So, Tagesordnungspunkt 8. Die große Anfrage der SPD und der CDU, Industriepolitik eine wesentliche Säule der Berliner Wirtschaftspolitik. Ich gehe mal davon aus, der Herr Pavel Meyer wird dazu sprechen. Die Grünen haben durch die Blume angesagt, sie würden gerne mit zwei Rednern reden, also jeweils 5 Minuten. Das war dann im Konsens der Ältestenratrundung auch kein Problem. Man hat ihnen aber klipp und klar gesagt, dass sie dann hintereinander reden müssen und es nicht so aufteilen können, dass erstmal alle durchreden und dann danach sie nochmal auf alle antworten können, so damit sie quasi dann erst als Erster und als Letzter nochmal quasi so dieses... Ja, genau. Das gibt es diesmal nicht, sondern wenn sie zu zweit reden, dann müssen sie auch hintereinander gleich ihr Redekontingent aufbrauchen an der Stelle. So, Tagesordnungspunkt 9, die große... Ja, Fabio? Also, so sehr ich mich natürlich auch über die Polemik hier freue, ich würde ganz gerne zumindest eine Minute hören, was da jetzt inhaltlich zu sagen ist. Ich glaube schon, dass wir die Zeit haben, wenigstens 60 Sekunden zu jedem Antrag, der hier auf der Tagesordnung steht, einfach mal kurz die Positionen zu klären. Ich habe jetzt auch kein Gegenargument gehört. Okay, gut, machen wir ab jetzt. Ja. Ja, ich bin noch mitten drin. Ich meine, die Schwierigkeit ist so richtig, Berlin und Industriepolitik ist jetzt nicht so das super knackige Thema, aber so ein bisschen die rote Linie, die da rein soll an der Stelle. Ich meine, es ist ja so ein Selbstbeweihräucherungsantrag der Koalition, wo sie sagen werden, alles super und toll mit der Industrie und Masterplan Industrie spielt da rein. Und so im Moment ist der Plan, das Ganze unter einen roten Faden zu stellen, der halt, wo es halt um transformationsoffene Wirtschaftsstrukturen geht an der Stelle, um Wandel und was ist Industrie in Zeiten halt der Informationsgesellschaft und wie sieht die Lage in Berlin aus und was ist mit dem Masterplan. Also es wird jetzt keine großen Überraschungen geben an der Stelle, aber ich werde da halt versuchen, so eine Mischung aus ein bisschen allgemeinen Vorstellungen über Wirtschaftspolitik von Piraten in Verbindung mit ein paar spezifischen Berliner Problemen ansprechen. Also das ist jetzt nicht so ergiebig. Und um jetzt nochmal den anderen Punkt noch kurz anzusprechen, Thema Energiewende, die drei Anträge, da haben wir eine ganz schöne Position auch von unserem Squad dazu bekommen, an dem wir uns da orientieren werden und da werden wir im Wesentlichen zwei der Anträge der Linken zustimmen und einen tendenziell ablehnen. Das werde ich dann halt in der Rede auch noch sagen. Also grundsätzlich eine gute Geschichte, sind aber ein paar Details drin, wo wir sowohl Liquid-Abstimmungen haben, die dagegen sprechen und ein paar Details sind halt logisch ein bisschen problematisch. Ja, das
zu den beiden Punkten, zu denen ich reden werde. Wie gesagt, viel konkreter ist es noch nicht, es ist halt Work in Progress gerade. Also ich rede mit, bin da seit gestern mit Michael in der Diskussion. Herr Höfinghoff? Ja, Pavel, der Titel ist ja offensichtlich von der Koalition wohl gewählt. Industriepolitik eine wesentliche Säule der Berliner Wirtschaftspolitik. Sind die denn der Meinung oder bist du der Meinung, Industrie wäre eine wesentliche Säule der Berliner Wirtschaft oder ist das das Ziel, das Sie da formulieren? Ja, die Situation ist die, dass schon in Berlin jetzt die Industrie aufgeholt hat. Also Berlin hat natürlich nach wie vor so ein Defizit, beziehungsweise Industrie ist in Berlin im Vergleich zum Rest des Landes doch deutlich unterdurchschnittlich vertreten, aber es gibt halt überdurchschnittlich viel Industrie. Ansiedlung im Moment. Es gibt Gewerbegebiete, die sind jetzt mittlerweile randvoll und es wird natürlich, klar, in dem Zusammenhang wird es natürlich auch dann um Nachnutzung Tegel unter anderem gehen, um das neue Industriegebiet in Marzahn und andere Dinge, die da noch reinspielen. Und bisher, also es ist eine zunehmend wichtigere Säule. Und ich halte das grundsätzlich auch für richtig, einen gesunden Industrieanteil auch in der Stadt, beziehungsweise zunehmend jetzt am Rande der Stadt auch zu haben. Keine Nachfragen? Okay, Tagesordnungspunkt 9 ist eine große Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Entwicklung der Kulturförderung in Berlin. Da haben die Grünen schriftliche Beantwortung vom Senat beantragt. Heute hat der Senat mitgeteilt, dass er das gerne vertagen möchte. Daraus kann man jetzt schlussfolgern, dass sie es nicht schriftlich beantworten wollen. Wir unterhalten uns auf der Ältestenratssitzung im Dezember darüber, wie denn das Vorgehen des Senats an der Stelle zu bewerten ist. Weil, wenn man sich das jetzt auch so anguckt, also wenn der Senat auf seiner Position beharren bleibt, legt der im Prinzip dieses Haus lahm, weil jedes Mal, wenn wir quasi, also der Senat sagt ja dauernd, wir sollten große Anfragen benutzen, weil unsere kleinen Anfragen zu groß sind. Jetzt benutzen wir die großen Anfragen und der Senat kann uns im Prinzip dadurch lahmlegen, dass er sie dann jedes Mal sagt, nee, wir beantworten die nicht schriftlich, das macht ihr mündlich, was immer ungefähr eine Stunde mindestens im Plenum dauert. Das bedeutet, das Kontingent für große Anfragen ist quasi künstlich beschränkt und man bekommt halt auch nicht die Antworten, die man im Nachhinein dann quasi für Anträge etc. verwerten kann. Deswegen wird da nochmal geredet. Ich gehe mal davon aus, es wird die Lösung für schriftlich geben, weil auch die SPD und die CDU lässt sich irgendwann nicht mehr alles gefallen. Ich habe einen Wortbeitrag von Christopher an der Stelle. Zu dieser Problematik mit den kleinen Anfragen, das könnte man eigentlich sehr einfach dadurch regeln, wenn die Senatsverwaltung diese entsprechende Sollregelung, wie sie im Moment in der Geschäftsordnung des Berliner Abgeordnetenhauses drin steht, als eine solche zu auch behandeln. Also wenn ihr in der Geschäftsführerrunde zum Beispiel darüber übereinkommen würdet, dass alle Fraktionen sagen, okay, Anfrage soll in 2 Wochen beantwortet werden, wird auch jetzt entsprechend so von den Senatsverwaltungen behandelt, dann wäre das alles kein Problem. Das Problem entsteht ja dadurch, dass der Senat oder Senatsverwaltung diese Sollregelung in eine Mussregelung uminterpretieren und dann willkürlich, ohne dass es dafür irgendeinen Grund gibt, behaupten, man könne diese Anfrage im Rahmen einer kleinen Anfrage nicht beantworten. Wir können dazu auch gerne, ich habe da schon grob was gemacht, wir können da auch gerne einen Änderungsantrag für die Geschäftsordnung einreichen. Ja, gut. Bei den großen Anfragen jetzt in dem Fall ist es zum Beispiel so, dass der Senat damit argumentiert, dass die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses, wo wir die Sache festgelegt haben, sich nicht auf den Senat an der Stelle bezieht, also keine auf ein anderes Organ. Da ist das Haus nicht ganz der Meinung, weil wir eine Protokollnotiz aus 2007 haben, wo er sich dazu bereit erklärt hat, das zu machen. Bei den großen Anfragen kann es zum Beispiel auch darauf hinauslaufen, beziehungsweise auch bei den kleinen Anfragen, dass wir es per Gesetz, also wie bei den kleinen Anfragen, dass wir es halt einfach festschreiben, wie es zu handhaben ist, also dass zum Beispiel im Gesetz drin steht, der Senat muss auf Wunsch einer Fraktion eine große Anfrage schriftlich beantworten.
dann kann der Senat sich auch nicht mehr rausreden. Das Ganze mit den Rausreden liegt ja daran, dass wir quasi unsere GO haben und die halt nicht immer gleich mit dem Senat mit einbezogen wird und wir dann irgendwelche Protokollnotizen irgendwann mal gemacht haben und dann weiß, kann sich keiner mehr daran erinnern und dann muss geklärt werden, ob das jetzt schon Gewohnheitsrecht ist oder nicht mehr. Und genau, wir werden uns dann im Dezember darüber unterhalten und dann werden wir sehen, was an der Stelle dabei rauskommt. So, das Gleiche trifft auch auf Tagesordnungspunkt 10 zu, Situation der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, die ist auch erstmal vertagt. So, kommen wir zu Tagesordnungspunkt 11, eine Beschlussempfehlung der Fraktion Die Linke, faire und sichere Arbeitsbedingungen durch flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, ist im Ausschuss von allen Fraktionen für erledigt erklärt worden, es findet keine Beratung an der Stelle mehr statt. Dann Tagesordnungspunkt 12, Schallschutzprogramm exakt und zeitnah umsetzen, ist eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss Bauen, Wohnen und Verkehr, ist gegen den Wunsch der Grünen, Linken und Piraten abgelehnt worden und die Grünen haben an der Stelle Beratungsbedarf angemeldet. Wer möchte reden? Wer kann es erklären? Wolfram? Ja, also noch kurzer Blickverständigung mit Olli, würde ich dazu reden. Im Grunde geht es also darum, dass diese Überprüfung dieses Schallschutz, der Aufweichung des Schallschutzes am Flughafen im Grunde vom Gericht kassiert ist. Es gibt jetzt also noch so ein paar kleine Streitigkeiten, ob jetzt keine Überschreitung heißt, kleiner 0,5 Überschreitungen rechnerisch oder eben gar keine Überschreitung. Aber das sind Kleinigkeiten, aber im Grunde ist der Antrag eigentlich schon durch die Wirkung des Gerichtes mehr oder weniger erledigt und das ist jetzt nur noch so ein bisschen Nachgeplänkel. Gut, Dankeschön. Dann wird Wolfram dazu reden. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 13. Das ist eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Bildung sowie aus dem Hauptausschuss und zwar zum Antrag der Grünen, Schiedsstelle einrichten, Hilfe bei Konflikten und Mobbingfällen in Schulen gewährleisten. Der ist gegen den Wunsch der Grünen bei Enthaltung der Linken und Piraten auch in einem geänderten Berichtsdatum abgelehnt worden. Die Grünen bleiben bei ihrem Beratungsvorbehalt. Das heißt, also Martin hatte sich als Redner an der Stelle angeboten. Ich sehe keine andere Wortmeldung. Dann wird Martin dazu auch reden. Zack. Punkt. So. Tagesordnungspunkt 14. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft vom Wissenschaftsausschuss zum Antrag der Grünen, NC-Verfahren gerechter gestalten, Kapazitätsrecht modernisieren, offenen Reformprozess jetzt starten. Dort hat die Grüne Beratung angemeldet. Da ist ebenfalls Martin als Redner, falls sich kein anderer an der Stelle meldet. Das sehe ich nicht so. So. Dann haben wir einen gemeinsamen Antrag der Linksfraktion, der Grünen sowie der Piratenfraktion. Faire Asylverfahren für alle, Flughafenverfahren abschaffen, Beratung und eine namentliche Abstimmung. Wer möchte dazu reden? Ja, Fabio? Ja, okay. Das ist der Antrag in zweiter Lesung, also das ist der dritte Antrag zum Flughafen-Asylverfahren, der hier eingereicht wurde, seit wir im Parlament sitzen. Also ihr merkt, das Thema beschäftigt die Opposition. Die ersten beiden waren von den Grünen, der dritte ist jetzt von uns gemeinsam eingebracht worden auf Initiative der Linken und unter unserer Mitarbeit. Und wir haben, das Thema ist immer noch aktuell, es gibt immer noch den Flughafenknast, der ist halt mittlerweile schon fertig und man sollte ihn immer noch abschaffen. Was passiert, wenn es keinen Flughafen gibt? Wenn es keinen Flughafen gibt? Nee, der Flughafenknast ist schon fertig und wird benutzt, fertig aus. Ja, der wird total gut benutzt. Nee, also wir haben ja auch noch andere Flughäfen, so ist es ja nicht. Also, gut. Simon, du hast eine Wortmeldung? Mir fällt gerade noch was ein, weil wir vorhin gesagt haben, namentliche Abstimmung.
Wir haben ja die zweite Lesung von dem Transparenzantrag zu Nebeneinkünften auf der Tagesordnung. Da würde ich mir eine namentliche Abstimmung wünschen. Ich nehme an, die Grünen würden sich das auch wünschen, aber ich sage es nochmal sicherheitshalber. Ja, wir können es im Prinzip, also wenn, sollten wir das jetzt schon machen. Die Verwaltung freut sich immer, wenn wir das ihnen frühzeitig sagen, damit sie dann das vorbereiten können und deshalb, das einplanen können. Deshalb erwähne ich es. Okay, gut. Ja. Dann jeder, der dafür ist, dass wir eine namentliche Abstimmung bei Nebeneinkünftegesetz fordern, der hebe jetzt sein Bömmelchen. Simon, hebst du beide oder hebst du einen? Damit ist es einstimmig, alle sind dafür gewesen. Das heißt, wir fordern bei Tagesordnungspunkt 5 eine namentliche, das schreibe ich mir auch auf. Zack. Genau. Und bei Tagesordnungspunkt 15, Fabio bleibt jetzt als Redner eingetragen. So, Tagesordnungspunkt 16, Beschlussempfehlung aus Inneres und Sicherheit und Ordnung. Abschiebung nach Syrien sofort stoppen, gegen Grüne, Linke und Piraten auch mit Änderungen abgelehnt, ohne Beratung. Der Beratungsvorbehalt ist abgemeldet worden von den Grünen. Wenn wir jetzt keinen anmelden, wird das auch nicht mehr beraten. Tagesordnungspunkt 17, eine Beschlussempfehlung aus ebenfalls dem gleichen Ausschuss Inneres, Sicherheit und Ordnung, Antrag der Piratenfraktion, informationale Selbstbestimmung stärken, Datenhandel stoppen, ist gegen unseren Wunsch bei Enthaltung der Linken auch in geänderter Fassung angenommen worden. Also die haben das Ding geändert, was wir nicht gut fanden. Wer möchte es erklären? Möchte jemand reden? Wir haben das jetzt noch Beratungsvorbehalt angemeldet. Christopher. Ja, ich stelle es jetzt mal an der Stelle wirklich auch der Fraktion frei, beziehungsweise ich habe da jetzt nicht so das dringende Bedürfnis zu sprechen. Das ist allerdings natürlich auch ein sehr interessantes Thema. Man könnte dort nochmal in der Beratung darauf hinweisen, worum es da jetzt genau geht und warum wir mit dem mit diesem Antrag jetzt in der aktuellen Fassung nicht zufrieden sind. Könnte man, wie gesagt, alles machen. Ich habe so meine Zweifel, ob es möglich ist, innerhalb von 5 Minuten dieses Problem auf eine Art und Weise zu erklären, dass das dann irgendwie sich erschließt. Wie gesagt, kann man machen. Wir können es aber auch abstimmen. Einfach. Gut, dann habe ich erst die Wortmeldung von Pavel und dann die Wortmeldung von Fabio. Wenn ich mich recht entsinne, gab es doch dazu auch schon mal eine Debatte beim Einbringen, richtig, als der eingebracht wurde. Und da hatte ich den Eindruck, dass irgendwie alle Fraktionen irgendwie dafür waren und insofern fände ich das jetzt schon sinnvoll, wenn sich das erklären lässt, halt zu erklären, warum wir ein Problem damit haben. So sieht's halt so aus, als wenn wir eigentlich das Gesetz, es geht ja, glaube ich, um das Gesetz, so wie es beschlossen wurde, dass wir das eigentlich in Ordnung finden. Also dieses Missverständnis könnte man unterliegen. Direkte Antwort von Christopher darauf? Ja, also erstmal können wir durch die Ablehnung dieses Antrages dann nochmal zum Ausdruck bringen, dass wir mit diesem Antrag so in der Form nicht zufrieden sind. Du hast natürlich recht, wir können da auch sehr gerne drüber reden. Wer hat denn beim ersten Mal drüber gesprochen? Weil ich war es nicht. Dann würde ich die Person darum bitten, auch beim zweiten Mal drüber zu sprechen. Also ich kann es auf keinen Fall gewesen sein. Okay, gut, wir stehen jetzt immer noch vor der Debatte, ob wir den Tagesordnungspunkt nochmal extra beraten wollen oder ob wir ihn nicht mehr beraten wollen. Ich habe dann erstmal Fabio auf der Rednerliste und danach Alexander Spieß. Ja, also ich kann Pavel eigentlich auch nur zustimmen. Ich fände auch eine Beratung sinnvoll.
Wenn ich es richtig interpretiere, ist es ja auch so, dass der Antrag im Innenausschuss angenommen wurde gegen unsere Stimmen, bei Enthaltung Linke und bei Zustimmung Grüne. Das ist, glaube ich, also die Grünen gerieren sich ja auch häufig so als Datenschutzpartei, und warum sie jetzt hier so einem so einer Wischiwaschi-Version von dem vormals guten Antrag von uns jetzt zustimmen, müssen sie dann halt auch erklären. Also das fände ich, glaube ich, schon sinnvoll, dann auch nochmal das Daten darzustellen, auch die Genese des Antrags auch im Ausschuss dann eben zu erklären. Das mit 5 Minuten verstehe ich natürlich als Vorbehalt, aber ich glaube, da muss man sich dann halt irgendwie komprimieren. Ist ja auch unsere Aufgabe, sowas zu machen. Gut, dann Alexander Spieß. Ja, im Grunde, was Fabio sagt, ich finde, wenn wir so einen Antrag ablehnen, muss es auch eine Beratung geben. Ansonsten können wir es nicht erklären, dagegen zu stimmen. Gut, dann spreche ich an. Okay, gut. Dann melde ich an der Stelle die Beratung an. Und Christoph, Pavel? Ja, ich habe mir jetzt gerade noch mal beide Anträge angeguckt und ich meine, der Ursprungsantrag ist von uns. Ich finde aber jetzt nicht, dass man, wenn man unserer normalen Prämisse folgt, dass man sagt, wir stimmen halt zustimmungsfähigen Anträgen zu, warum wir den in geänderter Form jetzt ablehnen sollten. Also ich, das kann ich erklären. Ja. Gut, direkte Antwort von Christopher. Ja, das ist ganz einfach, weil der Antragsteller an dieser Stelle, der liebe Jan Hemme, uns das nochmal so in den Ausschuss mitgegeben hat, dass man dem so nicht zustimmen sollte, weil es von Jan dort einen sehr dezidierten Antrag gab, der dann auch so durchs Liquid ging. Und wir jetzt einen Antrag haben, der ziemlich wischiwaschi ist. Unser Antrag zielte ja darauf ab, dass wir die Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen, direkt an der Quelle den Datenhandel zu stoppen. Davon ist in diesem Antrag überhaupt nichts mehr zu finden. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was die genaue Formulierung da irgendwie war, aber sinngemäß ist halt ja sowas, ja, Datenschutz ist irgendwie wichtig, und wir werden auf irgendwas hinwirken. So, das entspricht nicht den konkreten Forderungen, und aus diesem Grund haben wir das im Ausschuss dann abgelehnt, weil, wie gesagt, auch Jan nochmal gesagt hat, nee, dem kann man so nicht zustimmen. Das, wie gesagt, könnte ich dann alles innerhalb einer Beratung herausstellen, wenn diese Fraktion aber dennoch dem dann zustimmen möchte, was die Koalition da jetzt eingereicht hat, kann man das natürlich tun. Wenn man sich da allerdings seine Meinung auf, den Teil spare ich mir jetzt. Also ich würde mich freuen, wenn es bei der Ablehnung bleibt, und ich kann das auch nochmal in der Beratung dann erklären. Gut, danke schön. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Okay, dann haben wir erst Alexander Morlang und danach haben wir Pavel Meyer. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir einem Antrag, der nicht so geil ist wie der, den wir eigentlich eingebracht haben, nicht zustimmen, weil Jan Hemme das so will? Direkte Antwort von Christopher. Hallo Alex, danke für deine Nachfrage. Der innenpolitische Sprecher dieser Fraktion der Meinung ist, dass man dem nicht zustimmen sollte. Und die Argumente dafür lieferte mir Jan Hemme, die ich an der Stelle sehr plausibel fand. Wenn die Fraktion jetzt, wie gesagt, der Meinung ist, dass man trotzdem wir den im Innenausschuss abgelehnt haben, nachdem man sich ja jetzt hier während der Fraktionssitzung durch den Vergleich beider Anträge intensiv mit der Alternative der Koalition, die seit, glaube ich, 4 Wochen vorliegt, auseinandergesetzt hat, wie gesagt, macht, was er wollt. Aber ich halte es nicht für sinnvoll, dass wir, wenn wir einen Antrag stellen, in dem drin steht, ja, der Datenhandel soll direkt an der Quelle gestoppt werden, dann eine Alternative, wo irgendwas anderes drin steht, was auch dann in der Konsequenz nicht mehr dem entspricht, was wir ursprünglich gefordert haben, ja,
dass wir dann dem unsere Zustimmung geben. Es geht nicht darum, dass der Antrag weniger geil ist, sondern es geht darum, dass dieser Antrag jetzt etwas macht, was wir so nicht wollten. So. Und ich bin auch jetzt an dieser Stelle, muss ich ganz ehrlich auch meine Verärgerung zum Ausdruck bringen, dass man sich auf dem letzten Drücker irgendwie damit auseinandersetzt, dass man sich hier irgendwie im Paddock die Anträge irgendwie zusammenklickt und dass man dann nach fünfminütigem Studium dieser Anträge der Meinung ist, hier nochmal eine Diskussion anzetteln zu müssen, wie man sich dann im Plenum dazu verhält. So. Weil, gut, das, wir sind jetzt mittlerweile irgendwie ein Jahr in diesem Haus, da erwarte ich eigentlich, dass die parlamentarischen Abläufe klar sind. So, ich habe jetzt drauf Pavel, dann Wolfram, dann Alex. Bedenke zu begründen, wir haben noch 15 Minuten, bis der neue Polizeipräsident kommt. Danach haben wir den nicht öffentlichen Teil. Nach dieser Runde werde ich keine weiteren Diskussionen über andere Anträge zulassen, weil es einfach keine Zeit dafür gibt. Okay, gut. Ich meine damit einfach nur, ich würde es euch empfehlen. Ansonsten. Dann mache ich es halt einfach nicht, oder weiß ich nicht. Dann habe ich. Gut. Arbeit ein. Also arbeitet auf die Redner. Genau. Wir haben jetzt erstmal Pavel, dann Wolfram, dann Alex. Viel Spaß. Gut, Entschuldigung, aber das ist hier der Ort, wo das genau zu besprechen ist. Andere Möglichkeit dafür gibt es meiner Meinung nach nicht, dass wir hier uns absprechen, ja, dass wir uns hier alle absprechen, wie wir eventuell gedenken, in der Plenarsitzung abzustimmen. So, und ich finde, ich meine, die Historie von dem Antrag ist, wir haben das Thema aufs Tapet gebracht, so, und ich finde es tatsächlich gut, also ohne uns wäre dort gar nichts passiert, so, und das, was jetzt passiert, ist zwar nicht so geil wie das, was wir geschrieben haben, ist aber, finde ich, absolut aus meiner Sicht, wenn ich das lese, absolut akzeptabel. Da steht nämlich drin jetzt in dem Antrag, der Senat wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, den Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages zum Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens so zu ändern, dass die gewerbliche Nutzung von Melderegisterauskünften für Zwecke der Werbung oder des Adresshandels ohne Einwilligung der Betroffenen ausgeschlossen wird. So, Entschuldigung, aber dem kann ich tatsächlich, so wie es da steht, einfach nur zustimmen, auch wenn es längst nicht so geil ist wie unser Antrag. Und diesen Antrag gäbe es in der Form so auch gar nicht, wenn wir nicht die Initiative ergriffen hätten. Insofern, ja, wäre der Vorschlag, wenn dass wir vielleicht ein Meinungsbild durchführen, und meiner Meinung nach wäre dagegen zu stimmen, aber tatsächlich komplett verkehrt. Also wenn, dann meiner Meinung nach könnte man sich enthalten oder dem zustimmen. Und da würde ich jetzt einfach um ein Meinungsbild bitten, einfach nur oder um zwei Meinungsbilder. Einmal, wer würde diesen Antrag, oder eigentlich können wir das in einem Meinungsbild machen, alle drei Dinge: Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung. So, das ist ein Antrag zur Geschäftsordnung gewesen. Das heißt, wir holen jetzt ein Meinungsbild an. Wer kann dem Antrag, also der Beschlussempfehlung, die aus dem Ausschuss gekommen ist, seine Zustimmung geben? Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Restriktive Ablehnung, restriktive Enthaltung. Nee, das ist jetzt das Meinungsbild. Das Meinungsbild fällt positiv aus. Also eine Mehrzahl dieser Fraktionen kann sich vorstellen, der Beschlussempfehlung, die aus dem Innenausschuss gekommen ist, seine Zustimmung zu geben. So, damit haben wir das Meinungsbild eingeholt. Wir kommen zurück zur Rednerliste. Jetzt ist erstmal Wolfram dran, ne?
Ja, im Grunde das, was Pavel sagt, also ich will es nicht mal wiederholen. Und Christopher, ich finde es schade, dass du jetzt als einziges Argument hier gebracht hast, dass wir uns nicht mit dem Antrag lange genug beschäftigt haben. Und ich bin deswegen gespannt auf deine Argumente, die du im Plenum einbringst. Vielleicht überlege ich mir ja nochmal, wie ich dort abstimme. Aber im Augenblick finde ich den Antrag so eigentlich zustimmungsfähig, wenn auch nicht so geil wie den Originalantrag. Dann ist jetzt Alexander Morlang dran. Also wahrscheinlich hätte ich deiner Argumentation besser folgen können, wenn die Argumente von Jan Hemme einfach im Kommentarfeld des Tickets gestanden haben. So sind es Argumente, die ich nicht kenne und daher kann ich denen auch nicht folgen. Auf der anderen Seite, außerdem habe ich noch das Problem in diesem Hause, dass es Anträge gibt, die okay sind, die nicht von den Grünen gestellt wurden, worauf die Grünen das fundamental ablehnen oder sich enthalten, weil das nicht gut genug ist. Und es ist genau diese Art von Fundamentalismuspolitik, Fundamentalismus-Opposition, die wir den Grünen seit Jahren vorwerfen, die mich hier ankotzen, wo die Grünen, was weiß ich, dem Störerhaftungsantrag nicht zustimmen können, weil der nicht geil genug ist und deshalb enthalten sie sich oder lehnen ihn ab. Ja, und was uns auszeichnet, ist, dass wir tatsächlich in der Lage sind, etwas zuzustimmen, was zwar noch nicht perfekt ist, was aber eine Verbesserung der Gesamtsituation ist. Und ich finde es sehr unschön, ja, dass du tatsächlich jetzt die Fraktion aufforderst, hier das Verhalten der Grünen anzunehmen. Ich bitte dich, solche direkten Unterstellungen zu unterlassen. Ich habe unglaublich viel hier unterlassen und das ist der Rest. Es ist keine Unterstellung. Guck ins Protokoll. So, und ich kann diesem Antrag zustimmen, aber ich kann auch den Ärger verstehen, dass der Originalantrag nicht durchgekommen ist. Das bringt doch eh nichts. Technische Mittel, ne? Ja, ich. Erst die GO missachten und dann technische Mittel. Ich habe die GO nicht missachtet und ich finde es nicht in Ordnung, Unterstellungen oder Beleidigungen auch auf unterschwelliger Ebene zu äußern. Das ist nicht korrekt. Das macht man nicht. Es ist okay, gut, dann verklag mich, wenn das eine Verleumdung war, Herr Morlang. Und du hörst jetzt auf damit. Ich widerspreche der Unterstellung, dass ich hier jemanden beleidigt habe für den Stream und das Protokoll. Ich nehme jetzt das Angebot wahr, dass Herr Andreas Baum auch schon mal geäußert hat. Ich fühle mich nicht in der Lage, eine Versammlungsleitung hier zu machen, da meine Autorität oder sonst was, keine Ahnung, in keinster Weise respektiert wird und ich breche das ab. Tut mir leid. Gut, wir machen eine Pause bis um 17 nach. Um 20 nach bekommen wir Besuch. Gibt es da was? Im Moment steht da noch nichts drunter. Ich meine, am Wochenende gibt es einen Termin, den muss man, glaube ich, nicht extra eintragen. Bundesparteitag in Bochum. Ansonsten fällt mir jetzt auch nichts ein. Da würde ich zum nächsten. Wir haben Jugendforum. Jugendforum, ja. Wo, ich weiß nicht, Phil, hast du dich inzwischen entschieden, ob du dort teilnehmen kannst oder nicht? Beim Jugendforum statt Bundesparteitag? Gut, dann kommen wir zu Top 6 Sonstiges. Gibt's nichts? Ich habe dein Liquid Feedback Stellungnahme, die du schreiben wolltest. Achso, wie? Ja. Denke ich, kommen wir gleich zu, wenn ich jetzt mit berichte. Also Sonstiges haben wir auch nichts. Berichte können angefügt werden und dann haben wir deinen nicht öffentlichen Teil 1, den ich beantrage wegen Personalangelegenheiten. Da geht es ja um Personaleinstellung. Wer ist dafür, dass wir den kurz machen? Das sind einige. Muss ich die jetzt vorlegen? Wer nicht? Ich glaube alle. Pavel ist dagegen. Gut. Und Heiko? Heiko ist nicht da. Dann machen wir das jetzt. Dann würde ich darum bitten, den Stream auszuschalten. Jetzt ist Chris Linke nicht da. Dann macht das Annette.
Mikrofone benutzen. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich uns vorstellen wollen und würde Ihnen das Wort übergeben. Ja, herzlichen Dank auch für die Gelegenheit. Der Senat hat heute Vormittag auf meinen Vorschlag hin Herrn Kant zum neuen Polizeipräsidenten ernannt. Ich habe heute Mittag Kant der Berliner Presse vorgestellt und habe dann unmittelbar nach der Senatsentscheidung auch den Fraktionen des Berliner Abgeordnetenhauses dieses Angebot unterbreitet, dass man sich kennenlernt. Ich habe nicht nur Herrn Kant mitgebracht, sondern wie Sie wissen, hatten wir in der letzten Woche im Bereich Verfassungsschutz in der Abteilung 2 einen personellen Wechsel zu verzeichnen. Frau Schmidt, die bisherige Abteilungsleiterin, bat mich um Versetzung. Ich habe dieser Bitte entsprochen und habe kommissarisch Herrn Palender eingesetzt, den ich ebenfalls mitgebracht habe. Ich bin froh, dass nach der langen Zeit dieser Hängepartie, also ein Verfahren, was mein Amtsvorgänger eingeleitet hat und was nicht zum Erfolg gebracht wurde, jetzt hoffentlich zum Erfolg gebracht wurde. Wir wissen jetzt nach der Ernennung ja nicht, wie sich andere Bewerber etwa verhalten. Es gibt jetzt eine 2x14-tägige Frist des Widerspruchs und erst dann wird die Urkunde überreicht und erst dann ist Herr Kant Polizeipräsident. Ich habe heute der Presse gegenüber gesagt, dass ich froh bin, dass wir mit Herrn Kant eine Persönlichkeit zum Polizeipräsidenten bekommen werden, von der ich überzeugt bin, dass er erstens ein guter Polizeiführer ist, weil er das auf verschiedenen Stationen seines beruflichen Weges innerhalb von Sicherheitsbehörden unter Beweis gestellt hat. Ich habe ihn erlebt als besonnenen Menschen, aber auch als jemand, der entschlossen handeln kann. Er hat einen sehr offenen, einen sehr kommunikativen Stil und er ist erfahren, auch in der Führung großer Polizeibehörden. Das war es, was ihn besonders qualifiziert hat. Und deshalb bin ich auch zufrieden, dass wir das Verfahren dann mit der heutigen Entscheidung hoffentlich zu einem endgültigen Abschluss gebracht haben. Ich will eine Bemerkung zu Frau Koppers machen, weil das auch in der Vergangenheit in den Diskussionen, in den öffentlichen eine Rolle gespielt hat. Ich habe heute gegenüber den Berliner Medien in Anwesenheit von Herrn Kant, also bei der Vorstellung zum einen Frau Koppers für die ausgezeichnete Arbeit gedankt, die sie geleistet hat. Wir dürfen bei all dem, was wir in den letzten Wochen und Monaten diskutiert haben, nicht vergessen, es gibt aus gutem Grund einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin bei der Berliner Polizei. Das ist die größte Polizei Deutschlands und insofern hat Frau Koppers seit Mai letzten Jahres, glaube ich, zwei Jobs gemacht. Und aus meiner Sicht hat sie sie gut gemacht. Auch das, was wir gemeinsam bestritten haben. Also ich denke an den friedlichen 1. Mai, ich denke an eine nicht unkomplizierte Demonstrationslage, etwa als Rechtspopulisten hier in Berlin vor Moscheen demonstriert haben. Ich denke aber auch, und das werde ich an dieser Stelle und an diesem Tag ja nicht von dem Tisch fallen lassen, an die Situation, die wir in den letzten Wochen gemeinsam diskutiert haben im Zusammenhang mit der NSU. Kurzum, neben dem Dank habe ich deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ich mich sehr freuen würde, wenn Frau Koppers dem Amt als Vizepräsidentin erhalten bleiben würde und wenn das Duo Kant-Koppers für die Sicherheitsarchitektur der Stadt demnächst arbeiten würde. Beide bringen aus ihren beruflichen Hintergründen jeweilige Kompetenzen mit, die sie aus meiner Sicht in der Ergänzung vollkommen machen. Und deshalb wäre diese Doppelspitze aus meiner Sicht für die Berliner Polizei eine ausgezeichnete Wahl. Ich freue mich, dass das geklappt hat und freue mich, dass Sie uns eingeladen haben und würde vorschlagen, dass jetzt vielleicht, dass sich beide Herren nochmal vorstellen können, ganz kurz, damit Sie ein Bild haben, von wem wir sprechen und dann gehen wir vielleicht, wenn gewünscht, in die Fragerunde. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Ja, kurz zu meiner Person. Mein Name ist Klaus Kant, bin 52 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Bin 1979 in den Bundesgrenzschutz eingetreten, habe dort meine Polizeilaufbahn begonnen, habe die ersten 20 Jahre überwiegend im Bereich der Spezialeinheiten gearbeitet, zur Bekämpfung der Schwerkriminalität und bin seit 2002 zunächst als Vizepräsident, dann als Präsident in Frankfurt-Oder eingesetzt gewesen, dann in Potsdam und seit 4,5 Jahren leite ich die Bundespolizeidirektion Berlin, mit Ihnen meine dritte Behörde und
Stadt Berlin wäre dann die vierte. Ich bin seit 86 in Berlin wohnhaft, mit einer Berlinerin verheiratet, hier auch stark verwurzelt. Und ja, freue mich, dass ich auch hier in Berlin mich weiterentwickeln kann, weil das einfach die interessante Position ist bei meiner Vita. Und ja, das würde ich gerne tun. Vielen Dank. Meine Damen, meine Herren, Bernd Palender ist mein Name, 52 bin ich, komme aus Berlin und bin kein Polizist, obwohl jetzt als Kommissar im Einsatz. Ich bin Jurist, bin seit 90 im öffentlichen Dienst der Stadt Berlin, habe dann 13 Jahre in Brandenburg zugebracht, dort im Innenministerium in verschiedenen Verwendungen und bin 2005 wieder zurückgekommen, habe hier sowohl Verfassungsschutz als auch Polizeiangelegenheiten beackert und von da bin ich jetzt auch abberufen worden in die andere Funktion. Insofern kollidieren wir nicht mehr miteinander, denn bisher war ich die Fachaufsicht über die Berliner Polizei, über den Polizeipräsidenten in Person. Es hat mir Spaß gemacht, aber es ist jetzt etwas anders. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, wir sammeln einfach jeweils vier Fragen und würde einfach bei Fabio anfangen und dann der Reihe nach umgehen. Hast du eine Frage? Du musst keine stellen. Naja, ja. Ich hätte nämlich konkret. Gut. Nur ganz kurz zum Verständnis. Sie hatten jetzt gesagt, die sind jetzt aber kommissarisch im Amt, bis dann jemand nachnominiert. Gibt es da schon irgendwie eine Idee, wie lange das Verfahren dauern könnte? Vielleicht etwas weniger lang als beim Polizeipräsidenten? Ja, dann antworten Sie da vielleicht direkt drauf. Gut, dann der nächste, Christopher. Ja, also nochmal vielen lieben Dank, Herr Kant und Herr Palender, ja, für Ihr Kommen und dass Sie sich hier persönlich vorstellen. Ich habe einige Fragen vor allen Dingen an Sie, Herrn Kant, und zwar erstens zur Informationspolitik. Also wie haben Sie vor, als Polizeipräsident dann die Informationspolitik gegenüber den Abgeordneten zu gestalten? Jetzt nochmal mit besonderem Augenmerk zum Beispiel auf sowas wie eine polizeiliche Kriminalstatistik, die ja in Berlin traditionell immer früher bei der Springerpresse landet, bevor sie dann die Abgeordneten und das Öffentlich-Rechtliche bekommen. Also wie stehen Sie zu diesem ganzen Komplex? Diese ganze NSU-Geschichte hat ja jetzt auch gezeigt, dass es nicht schadet, proaktiv mal eigene Gedanken zu haben. Und da wäre meine Frage, inwieweit Sie da einen proaktiven Arbeitsstil haben und auch dann mal bereit sind, Ihrem Innensenator Vorschläge zu machen, wie man jetzt anderen Behörden oder Untersuchungsausschüssen Dinge zukommen lassen könnte. Wir haben ja die Situation mit dem Rechtsextremismus, die anscheinend ja bundesweit unterschätzt wurde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Haben Sie vor, in Ihrer Amtsführung da, sage ich mal, Akzente zu setzen, um Menschen mit entsprechendem Gedankengut auch durch die Polizei möglicherweise zu signalisieren, dass man das so als Gemeinwesen nicht so ganz schätzt, was sie da so betreiben? Also kann ja auch mal öfter Ausweis kontrollieren und so. Also ich meine, das passiert ja Ausländern in Berlin auch, ne, dass sie aufgrund der Hautfarbe, also auch Deutschen mit, dass man dann irgendwie für verdächtig gehalten wird. Das werden die Leute mit Haarausfall uns sicher nachsehen. Wie schätzen Sie im Moment die Ausrüstung der Berliner Polizei ein? Es gibt da ja insbesondere auch oft dann Beschwerden von Seiten der Gewerkschaft, aber auch wenn man sich mal mit einzelnen Polizisten aus Hundertschaften und so hält. Wir hatten im Plenum ja auch das schöne Thema Digitalfunk, zumindest am Rande. Also die Stadt Wien hat mehr Funkzellen für den Digitalfunk als Berlin. Sie hatten, glaube ich, reingerufen, Rumänien insgesamt auch mehr als Berlin oder so, Herr Henkel, aber ich will Sie da nicht falsch zitieren. Und last but not least, der Dauerbrenner, wie stehen Sie persönlich zur Polizeikennzeichnung?
Und damit verbunden, wie stehen Sie, jetzt müssen Sie natürlich keine politischen Entscheidungen treffen, aber wie stehen Sie als Polizeibeamter grundsätzlich zu sowas wie einer unabhängigen Beschwerdestelle der Polizei, also für Bürgerinnen und Bürger, dass die die Möglichkeit haben, wenn sie das Gefühl haben, Polizei hat sich übergriffig verhalten, dass man sich dort unabhängig beschweren kann. Ja, vielen lieben Dank dafür. Gut, Pavel, hast du? Ja, vielleicht. Ja, sonst hätte ich dich jetzt letztlich noch dran genommen. Aber gut, dann gerne die Beantwortung. Also schließe ich direkt an die Frage mit der Informationspolitik gegenüber den Abgeordneten. Und zwar gab es eben auch Vorfälle, wo Abgeordnete auf Demonstrationen eben nicht so besonders gut zum Ort durchgelassen wurden. Und da hatten wir mit Frau Koppers die für uns sehr sinnvolle Absprache getroffen, dass eben Abgeordnete genauso wie Journalisten eben dann auch bei Einsätzen dann zum Tatort auch durchgelassen werden. So, das würde mich interessieren, ob Sie vorhaben, diese Abmachung eben auch dann fortzusetzen. Gut, dann gerne jetzt die Beantwortungsrunde. Ich glaube, ich fange mal an, weil es am schnellsten geht. Nachdem wir ja alle überrascht waren über den Schritt, den Frau Schmidt gegangen ist, ging es mir darum, möglichst schnell zu einer Lösung zu kommen, um diese Abteilung nicht führungslos zu belassen. Die Debatten haben sie verfolgt und deshalb war es mir wichtig, hier schnell zu einer Lösung zu kommen. Und Herr Palender, dessen Lebenslauf Sie ja kennen, schien mir der geeignete Kandidat. Er ist ein kommissarischer Leiter. Wir haben kein Amt für Verfassungsschutz, sondern eben nur noch eine Abteilung. Und das bedeutet, ich suche keinen Präsidenten, so wie jetzt, mit einem sehr langen Verfahren, sondern ich suche einen Abteilungsleiter oder eine Abteilungsleiterin. Und wie lange so etwas im Verfahren dauert, ich habe gelernt, mich bei diesen Dingen nicht festzulegen, aber ich bin ganz guter Dinge, dass das nicht so lange dauern wird, wie jetzt beim Polizeipräsidenten. Ich hatte ja vorhin darüber berichtet. Das war eine sehr, sehr lange Hängepartie. Und das, glaube ich, sollte sich nicht nochmal wiederholen, vor allem nicht hier. Die kommissarische Lösung war aus meiner Sicht deshalb notwendig, weil es auch in dieser schwierigen Situation darum geht, wieder ein bisschen Ruhe in die Abteilung zu bringen, vor allem dafür zu sorgen, dass die hetzigen Debatten, die wir im politischen Raum führen, die auch völlig okay sind, aber nicht auf den Rücken der Mitarbeiter ausgetragen werden. Und deshalb war es wichtig, hier schnell zu einer überzeugenden Lösung zu kommen. Und Herr Palender ist für mich diese überzeugende Lösung. Ja, Sie haben eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Einmal zur Informationspolitik und der polizeilichen Kriminalstatistik. Es ist so, dass die PKS, wie sie abgekürzt heißt, ja im Grunde auch eine politische Statistik ist. Das eine ist das reine Zahlenwerk und das andere ist die Interpretation dessen. Und von daher ist es das Prä des Innensenators, den Umgang und die Bewertung damit zu bestimmen, die Leitlinien zu bestimmen. Von daher würde ich das sicherlich mit Senator Henkel abstimmen, dass die PKS zuerst in der Springerpresse landet, kann auf keinen Fall der wünschenswerte Weg sein. Da sind wir auf jeden Fall einig. Zu der Geschichte NSU, da sehen Sie mir bitte Folgendes nach. Das ist ein sehr komplexes Thema. Dazu gibt es auch einen Sonderermittler und das Thema wird im Innenausschuss behandelt. Ich selbst bin noch nicht Angehöriger der Berliner Polizei und ich würde mich jetzt ungern mit Halbwissen hier präsentieren, sondern mich erst in diesen Fall einarbeiten. Das Thema Rechtsextremismus, ja, das ist ein Thema. Ich war damit auch in Brandenburg immer wieder intensiv beschäftigt. Wir haben ja in Berlin auch Gegenden, in denen es eine gewisse Konzentration von Menschen mit rechtsextremer Gesinnung gibt, mit entsprechender Problemlage. Was Sie damit Akzent meinen, kann ich noch nicht so genau zuordnen. Es ist so, dass die Leute unter uns leben. Sie sind Bürger der Stadt und ich kann sie nicht einfach wegsperren. Das ist schon mal das Erste.
Und es ist so, dass man sicherlich einen gewissen Überwachungsdruck aufrechterhalten kann, was Sie auch mit Ausweichkontrolle und so schon angedeutet haben, sodass auch klar wird, dass hier kein Freiraum ist für rechtsextreme Taten, Äußerungen oder Veranstaltungen. Das sicherlich. Ich bin auch sicher, dass das in der Berliner Polizei gegenwärtig schon stattfindet. Das mit der Ansprache, Gefährderansprache, wie auch immer, mag im Einzelfall auch so sein. Und das, diese Linie wird sicherlich fortführen. Bei der Ausrüstung der Polizei sehen Sie mal auch nach, wenn ich hier bei diesen Fragen keine detaillierte Insiderkenntnisse bislang habe, kann ich mir schon vorstellen, dass es da Schwachpunkte gibt. Sie wissen ja sicherlich, dass Berlin die Polizei massiv heruntergespart hat. Der Etat ist da nicht so üppig, dass man sicherlich da auch bei dem einen oder anderen Ausrüstungsgegenstand etwas am Limit fahren dürfte. Traditionell sind die Liegenschaften ja doch grenzwertig, so wie ich sie kenne. Und ich bin 86 nach Berlin gekommen und ich habe den Eindruck, das hat sich bis heute nicht wirklich verbessert. Das ist natürlich nicht so erfreulich, weil im Grunde die Ausstattung, die Ausrüstung der Polizei auch so etwas ist wie die Visitenkarte der Polizei, was natürlich auch auf das Selbstwertgefühl und die Achtung der Bevölkerung einen Ausfluss hat. Das sehe ich schon ganz deutlich. Das Thema Digitalfunk ist eine endlose Geschichte. Im Grunde hätte ja schon vor Jahren der Digitalfunk stehen sollen. Es gibt Länder, da funktioniert das alles schon bestens. Und ich kann nur aus Sicht der Bundespolizei sagen, die ja am Land dranhängt, dass es da noch erhebliche Probleme gibt, auch in Dingen mit der Inhouse-Versorgung, mit der Leitstellentechnik und so weiter. Das ist nicht wirklich zufriedenstellend. Kritiker sagen schon, bis das teure System endlich steht, ist die Technik schon veraltet. Schauen wir mal, uns bleibt nichts anderes übrig, als die eingeschlagene Linie jetzt fortzufahren mit den Haushaltsmitteln, die wir dazu haben. Das Thema Polizeikennzeichnung, Sie sehen, ich trage selbst ein Namensschild, bin ich offen. Es gibt hier eine Berliner Linie, die jetzt hier auch entschieden worden ist. Daran möchte ich selbstverständlich auch festhalten, würde hier ungern ein Hin und Her sehen. Ich sehe zum einen das Bedürfnis, die Polizisten auch persönlich bekannt zu machen. Ich denke, manchmal ist es auch ein besserer Umgang in der Höflichkeit, wenn man weiß, mit wem man spricht. Es gibt auch Situationen, wo das sicherlich schwieriger ist, wie bei geschlossenen Lagen. Aber das ist hier auch hinreichend diskutiert worden. Man muss auch letztlich die Kollegen mitnehmen mit ihren Ängsten. Ob sie immer rational begründet sind, mag dahingestellt sein. Sie sind aber da und das ist eben auch ein Fakt. Und ich denke, dass der jetzige Kompromiss so erstmal trägt. Und würde das dann zunächst auch mal so weiterführen wollen. In der Bundespolizei gibt es dazu auch Diskussionen. Also Berlin ist da nicht die einzige Polizei, in der das stattfindet, mit bislang uneinheitlichem Trend, aber Trend hin zu einer gewissen Öffnung. Das Thema Beschwerdestelle, das Thema Beschwerden nehme ich wichtig. Ich denke, das ist auch Chefsache, wenn man in Beschwerden erkennen kann, wo der Apparat nicht funktioniert. Und es ist natürlich so, wenn Sie so eine große Behörde haben mit rund 22.000 Mitarbeitern, dass natürlich auch nicht alles glatt läuft. Da laufen Menschen, arbeiten Menschen, läuft auch mal was schief. Und wir können nicht alles verhindern, wir können aber Probleme erkennen und sie abstellen. Und von daher bin ich froh, wenn es hier Beschwerden gibt, dass wir Dinge auch erkennen. Ob eine unabhängige Beschwerdestelle unbedingt einen Mehrwert bringt, da bin ich spontan im Zweifel. Wichtig auf jeden Fall ist aber sicherlich eine Transparenz, dass nachvollziehbar ist, dass die Dinge auch angegangen werden, dass hier nichts vertuscht wird in der Polizei. Und ich sehe auch schon in den letzten Jahren eine deutliche Öffnung der Berliner Polizei. Herr Glitsch hat das da schon vorangetrieben und ich werde diesen Kurs sicherlich auch fortfahren. Und was Frau Koppers hier an Regelung getroffen hat, dass Abgeordnete durch die Absperrlinie bei Demonstrationen dürfen, das ist für mich jetzt auch kein Aufreger, das würde ich tragen. Wie gesagt, ich habe nichts zu verstecken. Wir sind bemüht, eine gute und transparente Polizeiarbeit zu machen und da müssen wir uns nicht verstecken. Gut,
Dann würde ich weitergehen zu Pavel. Zu Pavel? Ja, dann ich vielleicht als verfassungsschutzpolitischer Sprecher habe dann ein paar Fragen mehr an Herrn Palender. Das eine ist, die erste Frage wäre grundsätzlich, wie tief stecken Sie schon drin in der Behörde? Das heißt, wie sehr können wir Sie rannehmen, sag ich mal, in den nächsten Sitzungen? Es ist auf der nächsten Verfassungsschutzausschuss-Sitzung auch ein Antrag aller Fraktionen da, der von mir angeregt wurde zu Praktiken der Auskunftserteilung, wo es einige Missstände gab. Da würde ich fragen, haben Sie sich damit schon befasst? Haben Sie das schon auf dem Schirm? Dann war es auch so, dass das Frau Schmidt doch gegenüber den Abgeordneten eine sehr offene und transparente Informationspolitik gefahren hat, auch teilweise proaktiv, wenn Dinge an sie herangetragen wurden, sich dann auch entsprechend gemeldet hat und dort auch eben aufgeklärt hat, teilweise eben auch Einblicke gegeben hat, um Dinge klarer zu machen. Wie gedenken Sie das an der Stelle zu handhaben? Oder konkreter, kann man Sie auch einfach anrufen, wenn irgendwas ist, so wie das bei Frau Schmidt möglich war? Das wären vielleicht meine wesentlichen Fragen zum Verfassungsschutz. Und dann noch an Herrn Kant noch das Thema, weil ich das gerade über Twitter nur mitbekommen hatte, dass die Grünen es nicht mehr geschafft haben, nach dem Thema Kameradschaft zu fragen. Sie wissen bestimmt, haben Sie doch noch geschafft. Gut, dann können Sie vielleicht, da haben Sie dann ja schon die Antwort da. Ansonsten noch die Frage, Sie kommen jetzt von einer Bundesbehörde. Ich muss gestehen, ich hege gegenüber Bundesbehörden so gewisse Vorurteile, die auf so Einzelerfahrungen basieren. Ich habe also so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass doch der Umgang mit Berliner Polizisten jetzt als Bürger, dass man dort wesentlich offener und freundlicher behandelt wurde, als wenn ich jetzt der Regel, es betrifft jetzt nicht nur die Polizei, sondern auch andere Ämter auf Bundesebene, dass man das Gefühl hat, die sind schon so ein bisschen, neigen dazu, so ein bisschen über den Dingen zu schweben und einem doch mit einer gewissen Distanz zu begegnen. Das heißt, als Beispiel jetzt bei irgendeiner größeren Sperrung vor einigen Jahren habe ich, wo dann Bundespolizisten und Berliner Polizisten dort gemeinsam waren und noch Feldjäger, habe ich halt einfach um Auskunft gebeten, wo ich hier durchkommen kann, und da konnte mir keiner was sagen und habe dann gefragt, wer denn jetzt für den Einsatz verantwortlich ist. Da bekam ich dann von den Bundespolizisten die Antwort, das geht sie gar nichts an, während mir dann der Berliner Beamte halt dann doch sehr freundlich eigentlich alles erklärt hat. Das waren so und es gab noch andere Situationen. Deswegen würde mich einfach nur interessieren, können Sie meine Vorurteile gegenüber Bundesbehörden an der Stelle oder meine Befürchtungen zerstreuen an der Stelle? Ja. Gut, Alexander? Ja, ich will da kurz anschließen, Herr Kraft.
Sie sind ja sicher ein Spezialist für die Schwerstkriminalität, wie gesagt, das ist wichtig, aber für die Bürgerinnen und Bürger ist natürlich auch die Präsenz und die Bürgernähe der Polizei wichtig. Das heißt, haben Sie da eine Vorstellung, wie Sie die Situation dort verbessern können, also speziell auch Präsenz der Cops, die ja also manchmal zu wünschen übrig lässt? Und Alain Palender, Sie sind ja Jurist und insofern, da würde ich fast die Hoffnung verbinden, dass Sie vielleicht der geeignete Mann sind, zur Aufklärung der Vorkommnisse in Ihrer Abteilung beizutragen. Also ich denke, da sind wir alle dran interessiert. Also diese Aktenschredderei ist aus meiner Sicht, kann kein Zufall sein, da muss irgendetwas dahinter stecken. Was denken Sie, ob Sie da in der Lage sind, Licht in das Dunkel zu bringen? Heiko nicht, ich auch nicht. Alexander, okay. Ja, schönen guten Tag. Auch von mir nochmal danke, dass Sie es hergeschafft haben. Ich fange dann einfach der Reihe nach an, Herr Henkel. Ich weiß nicht, ob die Frage kam, glaube ich schon. Wir sehen jetzt gerade das Auswahlverhalten für die einmal personelle Führung der Polizei und die kommissarische Führung des Landesverfassungsschutzes. Wie sieht's aus? Ist es möglich, dass Führungspositionen in Ihren Behörden in absehbarer Zeit auch mit Migrantinnen besetzt werden können? Dann gehen wir mal weiter an den Herrn Kant. Sie haben gerade schon geantwortet, dass Sie der unabhängigen Beschwerdestelle eher skeptisch gegenüberstehen. Meine Frage wäre, wie soll die besagte Transparenz in der Polizei anders hergestellt werden? Wie sieht da Ihr Plan aus? Weiterhin würde mich interessieren, wird die Berliner Polizei in Zukunft Racial Profiling als adäquaten Hinweis bzw. Hinweisgebungsverfahren betrachten, Menschen zu kontrollieren? Und ich muss auch noch mal ganz kurz auch ein bisschen detaillierter auf die SEK-Kameradschaft eingehen. Ist halt die Frage nach dem Wort Kameradschaft. Soweit ich weiß, werden da die Beamtinnen, Beamten und intern als Kolleginnen bezeichnet. Warum muss da das Wort Kameradschaft benutzt werden? Wollen Sie dem Wort irgendwie eine positivere Bedeutung geben, als es momentan der Fall ist? Welchen Zweck hat diese Kameradschaft gemäß der gegebenen Satzung? Das fände ich interessant zu wissen. Wenn Sie nicht antworten wollen, gut. Und welche Rituale wurden dort gepflegt oder werden dort gepflegt in dieser Kameradschaft? Herr Palender, die Frage hat der Kollege Mayer gerade schon gestellt. Insofern würde ich da zurückstehen. Gut, dann sehe ich noch eine letzte Frage bei Simon Kowalewski. Ja, das meiste ist ja schon gesagt. Einen Punkt hätte ich aber doch ganz gerne von Ihnen, Herr Innensenator, noch etwas ausgeführt. Ich hoffe auch, dass die beiden Herren mir die Frage jetzt nicht persönlich nehmen. Vielleicht erläutern Sie uns noch kurz, wie Sie darauf geachtet haben, dass jetzt bei diesen beiden Verfahren das Landesgleichstellungsgesetz entsprechend Berücksichtigung findet. Es fällt ja auf, dass mal wieder seit Anfang dieser Legislaturperiode zwei Frauen durch zwei Männer ersetzt werden. Und vielleicht können Sie auch noch kurz was dazu sagen, wie Sie denn vielleicht grundsätzlich so die geschlechterparitätische Besetzung von Führungspositionen im Land Berlin einschätzen, für wie wichtig Sie die halten und ob nicht auch ein Spitzenteam Kant-Koppers durch ein Spitzenteam Koppers-Kant irgendwie hätte ersetzt werden können. Gut, dann bitte ich um Beantwortung. Ich fange mal an, weil die Frage nach den Führungspositionen für Migrantinnen und Migranten gestellt wurde. Sie wissen, dass ich Anfang des Jahres mit Kollegin Kohlert ein Handbuch für den öffentlichen Dienst zur interkulturellen Öffnung vorgestellt habe. Sie wissen, dass die Eingangsvoraussetzung für das, worüber wir sprechen, immer noch Eignung, Leistung und Befähigung ist. Wenn wir eine Ausschreibung machen, kann sich auf diese Ausschreibung jeder bewerben, der den Anforderungen gerecht wird. Und das gilt selbstverständlich für Migrantinnen und Migranten genauso wie für jeden anderen. Wir haben das Thema vorhin bei anderen Fraktionen auch mit Blick auf Frauen besprochen und die Frage,
wie dort die Situation ist. Jetzt ist die Frage nochmal auch an Herrn Kanti gestellt worden, der kann die Antwort vielleicht nochmal wiederholen. Ich will nur nochmal sagen, mit Blick auf die Migrantinnen und Migranten, sie sind Teil unserer Gesellschaft und ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mich sehr stark dafür einsetze, dass ich mir auch wünschen würde, dass sie stärker ein Teil etwa von Polizei, von Feuerwehr oder des öffentlichen Dienstes werden würden. Entsprechende Initiativen des Berliner Senats dazu gibt es. Und wenn dann nach einem Punkt des Einstiegs sich irgendwann die Frage nach Führungspositionen stellt, dann ist das eine Selbstverständlichkeit, dass das genauso umgesetzt wird wie bei jeder anderen Bewerberlage auch. Dann will ich überleiten zum Verfahren, ohne jetzt in die Einzelheiten zu gehen, vor allem weil wir uns darauf verständigt haben, dass jetzt übertragen wird und ich nicht auf den letzten Meter irgendetwas tun möchte, dass dieses Verfahren juristisch doch nochmal angreifbar macht. Nachdem das Bewerberverfahren meines Amtsvorgängers zweimal vor Gericht gescheitert ist, können Sie davon ausgehen, dass wir uns, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hauses, mit größter Sorgfalt daran gemacht haben, dieses Ausschreibungsverfahren so rechtssicher wie möglich zu machen. Und dazu zählt selbstverständlich auch, dass wir das Landesgleichstellungsgesetz beachtet haben. Aus meiner Sicht ist dieses Verfahren transparent gelaufen. Es ist ganz anders gelaufen als vorher, allein durch die Tatsache, dass es strukturierte Auswahlgespräche gab, dass dienstliche Beurteilungen herangezogen wurden und dass das Landesgleichstellungsgesetz beachtet wurde. Im Ergebnis ist es so, dass bei der Bewerberlage und nach den Auswahlgesprächen Herr Kant vorne lag. Insofern, ich habe das vorhin der Presse gesagt, wenn man eine ausgezeichnete Bewerberlage hat, und ich lasse jetzt die Frage Mann, Frau mal beiseite, dann ist es ein Glücksfall für einen Innensenator, wenn man im Rahmen der besten Auslese die Möglichkeit hat, dann die Situation, wie sie sich im Wettbewerb dargestellt hat, so zu entscheiden, wie ich sie entschieden habe. Ich gehe fest davon aus, dass diese Entscheidung, sollte sie angegriffen werden, auch rechtssicher ist. Ja, dann fangen wir an mit dem Thema Kameradschaft. Es ist so, dass es vor ein paar Tagen eine Jubiläumsfeier des Berliner SEKs gab, 40 Jahre Berliner SEK. Da wurde das thematisiert und ich habe die Absichtserklärung mitbekommen, also das ist eine ganz junge Geburt, so dass es hier auch noch keine Rituale gibt oder geben kann, logischerweise. Der Begriff Kameradschaft ist hier etwas in Misskredit geraten. Historisch ist er eigentlich bei der Bundeswehr, bei der Feuerwehr, ich glaube am Technischen Hilfswerk, im Sport eigentlich üblich oder heute noch benutzt, ganz klar. Es gibt auch im Bereich der Spezialeinheiten, zum Beispiel bei der GSG 9, eine GSG 9 Kameradschaft, die aber ähnlich wie die Berliner Kameradschaft im Grunde nur den Zweck hat, Kontakte zu pflegen und Kollegen, die in Not geraten sind oder in Schwierigkeiten geraten sind, zu unterstützen. Ich habe jetzt die Satzung nicht gelesen, aber viel mehr ist das nicht. Und leider wird das mit rechtsextremen Umtrieben in Verbindung gebracht und nach meiner Wahrnehmung hat es überhaupt nichts damit zu tun, sondern das ist einfach ein Zusammenschluss von Leuten, die zusammengearbeitet haben in einer besonderen Gefahrengemeinschaft und den Kontakt pflegen und einen gewissen Zusammenhalt pflegen, mehr nicht. Das ist ideologisch nicht belastet, aus meiner Sicht. Gleichwohl, weil der Begriff aber so wahrgenommen wird, ist das sicherlich unglücklich und wie ich höre, haben Sie den Begriff, den Namen auch schon geändert. Zum Thema Bundesbehörden kann ich Ihre Wahrnehmung so nicht teilen. Die Bundespolizei arbeitet genau wie die Berliner Polizei. Wir achten auf Freundlichkeit, höfliches und korrektes Verhalten, beginnen schon mit dem Auftreten im Anzug. Und wenn ich beispielsweise auf den Flughäfen, wo Sie vielleicht Bundespolizei treffe, oder an den Bahnhöfen den Dienst kontrolliere, habe ich hier im Grunde ja eigentlich nur positive Wahrnehmung soweit und möchte aber nicht ausschließen, dass es natürlich immer Einzelfehlverhalten geben kann. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Die Bundespolizei ist ja auch eine Spezialpolizei,
Die allgemeine polizeiliche Zuständigkeit obliegt ja den Ländern, sodass wir eh nur eine Nische bedienen. Und bedauere, wenn Sie da unerfreuliche Erlebnisse hatten. Das Thema Präsenz, Bürgernähe, klar, ist wichtig für das Sicherheitsempfinden. Es steht ja auch auf der Agenda der Koalition, hier das zu stärken. Im Grunde können Sie das nur stärken, indem Sie den Polizeibeamten auf der Straße ansprechbar machen. In der Regel ist es ja doch eher selten so, dass die Bürger die Wache aufsuchen. Auf der Straße findet der Kontakt statt. Und wenn Sie im Funkwagen sitzen, dann fahren Sie in der Regel vorbei, das war's. Trotzdem müssen Sie den 110er, wie wir das sagen, bedienen. Das heißt, müssen immer genug Funkwagen auf der Straße sein, um eben auch die Notfälle abzuarbeiten, sodass nur das Potenzial, was darüber hinausgeht, für Fußstreifen oder Fahrradstreifen zur Verfügung steht. Und da muss man sich sicherlich auch örtlich überlegen, wo man hier besonders effizient ist und auch viele Menschen erreicht und man da Schwerpunkte setzt. Sie wissen ja auch, dass die Berliner Polizei personell doch ziemlich runtergespart worden ist. So ganz große Sprünge können wir nicht machen, sondern da muss man schon zielgerichtet Schwerpunkte setzen. Aber das wären so die Mittel dazu. Kleines Stichwort Racial Profiling. Sie sprechen sicherlich auf den Beschluss des OVG Koblenz an. Eine missliche Sache. In dem Bundespolizeigesetz ist nun mal dieser Paragraph 22.1a drin, in dem man eben dort, wo illegale Immigration vermutet werden kann, aufgrund von polizeilichen Erfahrungswerten, man auch kontrollieren kann. Und da gibt es eben Erfahrungswerte, wenn ich nur mal, das ist ja, denke ich, auch jetzt nicht ganz überraschend, die Berliner Lage sehe, haben wir solch eine illegale Immigration, zum Beispiel auf den Flughäfen, wo wir genau wissen, dass bestimmte Linien vorzugsweise von geschleusten Immigranten genutzt wird. Und wenn wir dann auch noch ein Profiling haben, dass wir sagen, okay, hier kommen vorzugsweise Iraker, Afghanen oder andere aus dem Nahen Osten, dann macht es wenig Sinn, jemanden zu kontrollieren, der von dem äußeren Erscheinungsbild, der Bekleidung, dem Gepäck, das er mitführt, so ganz typisch deutsch ist, sondern wird man doch eher einen kontrollieren, der nicht so deutsch aussieht. Das ist einfach eine Frage der Lebenserfahrung, der Erfolgswahrscheinlichkeit. Und die Kollegen haben schon im Laufe der Jahre ein polizeiliches Auge entwickelt, um ein Gefühl zu haben, wo sie Erfolg haben könnten oder nicht. Und ich denke, das ist schon irgendwo schlicht polizeiliches Handwerk und hat nichts mit Rassismus oder anderen Dingen zu tun. Ich glaube, da sind wir auf einer falschen Schiene. Und dann war noch das Thema Mehrwert der unabhängigen Beschwerdestelle oder überhaupt unabhängige Beschwerdestelle. Wenn wir ein strukturiertes Beschwerdebearbeitungsverfahren in der Behörde haben, dann dürfte das in der Regel auch ganz gut aufgebaut sein. Das heißt, dass von einer geeigneten Stelle die Beschwerde aufgenommen, zentral bearbeitet wird, dass die Kollegen gehört werden und dass man das auch kritisch bewertet. Wenn ich jetzt eine unabhängige Stelle einsetze, die sämtliche Beschwerden gegen die Polizei bearbeitet, dann ist das sicherlich schon mal organisatorisch ein gewaltiger Mehraufwand, dem auch ein Mehrwert gegenüberstellen muss. Und wenn Ursache für die Forderung nach der unabhängigen Beschwerdestelle ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der Berliner Polizei sein sollte, dann bedauere ich dies zutiefst. Und dann müsste man aber auch die Frage stellen, ob es noch alternative Möglichkeiten für Transparenz gibt, um dieses Misstrauen abzubauen, das aus meiner Sicht auch so im Grundsätzlichen gesprochen unberechtigt sein dürfte. Die Polizei will dem Verfassungsschutz nicht den Saft abdrehen. Ich danke vielmals. Frau Schmidt ersetzen geht nicht, ist auch nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist, und deshalb war es auch kein geschlossenes Besetzungsverfahren, ich soll für eine ganz bestimmte Zeit eine Aufgabe wahrnehmen, bis die Besetzung mit einem Auswahlverfahren, mit der Frage nach Gendergerechtigkeit, mit all diesen Elementen tatsächlich ordnungsgemäß durchgeführt worden ist. Und insofern ist die Frage, wer steht zur Verfügung,
Der Senator hat entschieden, ich bin dankbar. Ich weiß nicht, ob ich ihm in einigen Monaten noch zu danken habe, aber wollen wir mal gucken. Sie haben die Frage aufgeworfen, was die Zusammenarbeit angeht, selbstverständlich. Ich habe von Frau Schmidt gelernt, das will ich auch sagen. Ich habe einige Jahre unter ihr dienen dürfen und insofern, die Nummer ist die gleiche. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit soll in jedem Umfang so stattfinden, wie sie gewesen ist. Und wenn Sie fragen, ob ich Licht ins Dunkel bringen will, selbstverständlich möchte ich das. Nach den einigen Tagen, die ich jetzt da bin, es sind genau 24 Stunden, seitdem ich im Einsatz dort bin, kann ich Ihnen, ich könnte Ihnen jetzt doppeldeutig antworten, ich habe keine Anhaltspunkte gefunden. Das werde ich jetzt aber nicht tun. Natürlich muss geprüft werden, natürlich muss im Rahmen der Ausschusstätigkeit die Angelegenheit erörtert werden. Und ja, das kann ich Ihnen versprechen, größtmögliches Bemühen, was die Zusammenarbeit angeht, selbstverständlich. Und den Punkt Auskunft und Akteneinsicht, das ist ein Verfahren, das ist vom Gesetz definitiv auch als ein Kontrollmechanismus des Bürgers gegenüber der Einrichtung vorgesehen. Das ist ein Instrument, das muss verfolgt werden. Das habe ich auch früher sehr intensiv begleiten dürfen. Ich habe die Kollegen gebeten, mir mal zu zeigen, wieso die Liegezeiten sind. Es gibt einige Vorgänge, die haben erhöhte Liegezeiten. Das mag daran liegen, dass es sich um sogenannte Gürteltiere handelt, also um Vorgänge, die einen gewissen Umfang haben, der ausgearbeitet werden muss, weil die Person, sagen wir mal, eine sehr aktive politische Rolle in unserer Stadt aus Verfassungsschutzsicht ausfüllt. Müssen wir gucken. Einzelheiten kann ich Ihnen im Augenblick nicht geben, aber das Angebot auf die bestmögliche Zusammenarbeit, das möchte ich Ihnen gerne geben. Ja, dann bedanke ich mich für die Beantwortung. Wir, mit Blick auf die Uhr, ist es auch bei uns inzwischen zeitlich nicht mehr möglich, noch umfangreiche Nachfragen zu stellen. Wenn es aber innerhalb von 15 Sekunden zu beantworten ist, Pavel, dann... Ja? Gut, bitte. Ja, vielleicht dann noch an Herrn Kant. Also erstmal vielen Dank für die, werden sicherlich dann im Verfassungsschutzausschuss, beziehungsweise Sie werden dann auch in der G10-Kommission dann auch vertreten sein. Ja, dann werden wir uns ja in Kürze dann nochmal sehen. Frage? Die Frage jetzt an Herrn Palenda war nochmal, kennen Sie das Handbuch, was so von der Europäischen Union ausgearbeitet wurde, nur für eine effektivere Polizeiarbeit über diskriminierendes Ethnic Profiling zufällig? Sonst, falls nicht, kann ich Ihnen das gerne zukommen lassen. Das ist es gibt halt von der Europäischen... Ja. Jetzt schicke ich eine Mail und dann ist gut. Ja, gut, genau. Das wäre wär einfach die Frage, wohin, also wie Sie dann zu erreichen sind per E-Mail, beziehungsweise ob Sie Kommunikation schon wünschen, bevor Sie offiziell... Vielleicht ist es besser zu fragen, haben Sie das besser? Okay. Dann ist ja schon mal weitere Kontaktaufnahme angekündigt, was ja immer gut ist, wenn man miteinander sich austauscht. Und ich bedanke mich sehr, dass Sie die Bereitschaft hatten, sich hier vorzustellen. Und vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ja, wir machen dann auch weiter mit einem nicht öffentlichen Teil und mit einem nicht öffentlichen Teil wegen Personalangelegenheiten. Wer ist dafür? Wer ist dafür? Ja, dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Wie bitte? Wer ist dafür, frage ich jetzt? Niemand. Ja. Die Rahmenbedingungen bekannt sind und hier nicht irgendwelche Abstimmungen erzwingen. Naja, ich habe einen Antrag gestellt, aber gut. Wir haben um 17.30 Uhr einen Termin, den wir wahrnehmen möchten mit unseren Mitarbeitern. Davor möchten unsere Mitarbeiter uns nochmal etwas in einem nicht geschlossenen Teil vortragen, was ungefähr 10 bis 15 Minuten dauert.
da ich persönlich glaube, dass wir die noch offenen Punkte der Plenumsvorbereitung zur Not per E-Mail oder auf anderem Weg machen können. Die Aussprache und die Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern so hoch priorisieren würde und ich nicht glaube, dass man das über E-Mail machen kann, würde ich jetzt dazu übergehen, die noch restliche Zeit bis 17.30 Uhr darauf zu verwenden, zu hören, was da mitgeteilt wird. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten beantrage ich erneut einen nicht öffentlichen Teil und frage, wer dafür ist. Das sind alle außer Heiko und Fabio, die sich enthalten. Vielen Dank. Dann sind wir am Ende der öffentlichen Fraktionssitzung. Pavel enthält sich auch. Danke. Und wir schalten den Stream ab und